So, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt habe ich alles hier vorbereitet, außer das Mikro. Das habe ich vergessen, ne? Dann richten wir es doch mal noch schnell aus. So, jetzt passt. Ich sehe auch meinen Chat. Wunderbar. Gut, jetzt müsste es passen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich denke schon. Wie geht's euch, meine Lieben? Es ist wieder Freitag. Also die Woche, die ging so schnell rum. Echter Wahnsinn, finde ich. Ich war permanent irgendwie auf Achse, am Machen, am Tun. Ihr wisst ja, dass ich ganz viele Sachen mache, ja. Und der Tag ist immer irgendwie viel zu kurz für die ganzen Sachen. Aber gut, normal. Ja, ich hoffe, eure Woche war auch schön. Alles gut bei euch. Und ihr freut euch jetzt aufs Wochenende. Wer von euch geht denn am Wochenende jetzt auf Nature One? Also ich wäre gerne gegangen. Aber leider nicht drin, diesen Monat nicht drin. Ich hatte jetzt in letzter Zeit so viele extra Ausgaben wieder an Zeug, was man irgendwie braucht. So Sonderausgaben, ja. Und jetzt, nee, keine Chance, ist nicht drin. Müsste auch mit Übernachtung irgendwie machen, weil zu weit zum Hin- und Herfahren und zu stressig irgendwie. Naja, schade, schade, wäre gern gegangen. Mal gucken, dieses Jahr war ich noch nirgends, ja, es hat nie geklappt. Immer war irgendwas, immer gab es irgendeinen Grund, warum ich nicht gehen konnte, echt schade. Und jetzt ist der Sommer schon auf seinem Höhepunkt, ja, wir haben schon August und dann vielleicht noch ein bisschen im September und dann ist ja schon wieder rum, die Festivalsaison, also echt schade. Naja, wer von euch geht denn auf Nature One? Also wenn hier jemand ist, der dahin geht, schreib es mir gerne rein und welche Bands du gerne sehen würdest. Ja, nun gut, ja, bevor wir jetzt anfangen, ein paar Updates gibt es noch von mir. Also erstes Update habe ich gestern auf YouTube euch hochgeladen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Update, ja. Jetzt gibt es auch die extra Playlist dafür, Kanal-Updates. Und da könnt ihr alles nachschauen, was es immer Neues gibt. Also es gibt neue Kanal-Mitgliedsstufen und ich habe alles ein bisschen noch sortiert und ein bisschen was verändert. Schaut euch da gerne um, ja, neue Kanal-Mitgliedsstufen sind auch schon, bin jetzt erstocken, sind auch schon aktiv. Zunter No Limits. Ja, danke fürs Folgen und einen schönen guten Morgen für dich. Ja, gerade schon in den Chat geschrieben, habe ich gesehen. wie geht's dir? Ich hoffe gut. Starten wir ins Wochenende rein, ne? Was wollte ich jetzt, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ach so, genau, YouTube-Kanal-Updates. Also die neuen Kanal-Stufen, Mitglieder-Stufen sind schon aktiv und ihr könnt sie schon abschließen. Alle, die jetzt bis jetzt Kanalmitglied waren, das wurde jetzt automatisch beendet, die Mitgliedschaft. Ja, also nur, dass ihr da Bescheid wisst, das macht YouTube dann automatisch. Wenn ich da neue Sachen, neue Mitgliedsgeschichten einführe, dann wird einfach die Mitgliedschaft beendet und ihr müsst jetzt wieder neu abschließen. Könnt, dürft, sollt, bitte, danke. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Was genau das jetzt ist, da schaut ihr am besten auf YouTube nach. Mein YouTube-Kanal ist ja hier verlinkt auf Twitch. Unten, ja, in meiner Twitch-Kanal-Beschreibung, da sind alle Links drin und dann geht es einfach auf YouTube und guckt ihr danach. Und dann habe ich noch was anderes Neues. Ja, das mache ich aber gleich. Jetzt, was hier jetzt auf Twitch noch neu ist, also auf diesem Kanal hier sind, sorry, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich habe gerade eine Stunde gesungen, jetzt ist meine Stimme irgendwie ein bisschen überstrapaziert vielleicht. Also, ja, hier auf Twitch noch was. Auf diesem Kanal hier könnt ihr Drops sammeln, wenn ihr nicht wisst, was Drops sind. Das steht irgendwie, eigentlich hier oben sollte das stehen. Nächstes Mal auf Twitch singen, ha, weiß nicht. Ich weiß nicht, ich muss mal die Texte noch ein bisschen üben. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwo. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht. Also, auf diesem Kanal sind Drops aktiviert. Wenn ihr nicht wisst, was Drops sind, schaut einfach mal auf Twitch Room. Das steht hier auch irgendwo, ja, dass ihr hier Drops sammeln könnt. Ich erkläre es euch mal ganz kurz. Also, Drops ist einfach hier so eine Währung. Wenn ihr meinen Stream anschaut und hier einfach auf dem Kanal seid,
Dann sammelt ihr so Punkte, die heißen Drops, und für diese Punkte gibt es immer mal schöne Belohnungen, ja, es ist immer mal was Neues wieder, was Twitch dann zur Verfügung stellt. Und jetzt gibt es im Moment, wenn ihr hier ein Abo abschließt auf meinem Kanal, also ein Sub, ja, dann bekommt ihr 3 Monate Apple Plus, Apple Plus TV, Apple TV Plus gratis dazu, ja. Das Angebot gilt noch bis 18. August, also wenn ihr da Lust drauf habt, jetzt Abo abschließen bis zum 18. August noch, und dann kriegt ihr 3 Monate gratis Apple TV Plus dazu geschenkt, ja. Genau, so, das war's jetzt mit Neuigkeiten. Jetzt gucken wir erst einmal hier mit diesem Haupttrading-Chart hier rein, weil da gibt es jetzt auch noch eine kleine Neuigkeit, beziehungsweise ein Refresh. Etwas, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben, ich jetzt in den letzten Wochen aber nicht gemacht habe und jetzt wieder mache, okay? Das auch habe ich euch gestern schon auf YouTube erzählt. Jetzt sage ich es euch nochmal, wer es nicht mitbekommen hat, sonst gerne auf YouTube einfach schauen. Ihr wisst ja, dass ich da aktiver bin als auf Twitch hier, ja? Also, schauen wir mal hier ins Auktionshaus rein, dann werdet ihr vielleicht gleich schon feststellen, was jetzt anders ist. Und das ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber es ist was, was wieder da ist, okay? Also hier seht ihr meine Favoritenliste im Auktionshaus. Und diese Favoritenliste, die hatte ich schon rausgenommen, die ganzen Favoriten. Was sind das für Favoriten? Das sind die Items, die wir hier jetzt in diesem Add-on, also in dieser Erweiterung getradet haben, ja, zum Goldfarmen als Auktionshaus-Trader mit An- und Verkauf. Verbrauchsgüter, die genau für meine Klasse, für mein Main, also Destro WL, passen. Ja? Das habe ich ja die ganze Zeit getradet hier, wo ihr ja alle immer mit dabei wart und fleißig mitgefiebert habt, ob ich denn die Million schaffe und ob ich hier mit einem Plus rausgehe aus der ganzen Geschichte. Ja, gestartet mit 350.000 Gold, teilweise dann wirklich auf Null gewesen, weil man muss halt hier gut investieren erst einmal. Und ja, dann letztendlich es geschafft auf 1.600.000 von Februar bis Juni sowas, Juli ungefähr. Ja, also 6 Monate circa hat es gedauert mit einem Invest von 350.000, und das ist halt mit diesen Items hier. Also wenn wir es ganz genau nehmen, ist es ein bisschen weniger, weil es ist ja nur das Gold, was der Chahi hat, das seht ihr hier unten, der hat 1,4 Millionen ungefähr, ja, und das restliche Gold, was hier noch zusammenkommt, das sind halt die anderen Chars, die auch ein bisschen Gold noch gefarmt haben. Mein Main mit der Garnison hat auch 120.000 Gold, wobei der immer ein bisschen was oder eigentlich alles abgegeben hat hier an den Haupttrader bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss der nichts mehr abgeben, weil jetzt habe ich genug selber. Und genauso auch hier die anderen Chars, ja, Ali, Nena und Opalia, die ihr hier seht mit 17.000 und 21.000, das ist mit dem Verkauf von Pads und Rezepten zusammengekommen, die man ganz einfach beim Händler irgendwo kaufen kann. Ja, genau, also diese 4 Chars sind es, und die haben zusammen 1,6 Millionen und dieser Char hier selber hat 1,4 Millionen, okay? So, und jetzt habe ich ja meine ganzen Items verkauft, ich habe nicht mehr viel. Das ist der Rest, der noch da ist. Das sind nur noch ein paar Users Eintopf, Barfood und ein paar C4-Tränke, die ich jetzt nicht mehr losgeworden bin, weil der Preis einfach so dermaßen in den Keller gerauscht ist, ja. Und ich ziemlich viele hatte davon. Das ist der Rest, aber ich meine, mein Gott, ist egal. Also ich werde es schon los. Der Preis ist halt sehr billig im Moment. Man kann jetzt noch ein bisschen warten, bis wirklich das, die neue Erweiterung startet, und einfach schauen, ob halt nochmal der Preis ein wenig rauf geht, ja. Und wenn nicht, ja, mein Gott, dann schmeißen wir es beim Händler hin, ist auch egal, okay? Das macht dann nichts mehr aus. So, und wie ihr seht, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch diese paar Items hier, also 3 Stück, die vom jetzigen, von der jetzigen Erweiterung sind, ja. Verbrauchsgüter und den Automatikhammer hier und den spektralen Krog. Was aber Items sind, die einfach übergreifend, also Addon übergreifend da sind und die man nicht loswerden muss. Deswegen machen wir uns hier keinen Stress, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt.
Ja, und dann hatte ich eben diese ganzen Items hier bei mir schon rausgenommen, weil ich mich schon vorbereiten wollte für die neuen Items, ja. Jetzt habe ich aber festgestellt in der Zwischenzeit, dass von euch manche noch Sachen haben, okay? Ich habe immer wieder jetzt Kommentare bekommen und Fragen und teilweise auch so ein bisschen Hilfe, Hilfe, Rufe. Oh Gott, ich habe noch so viel drakonische Verstärkungsruhe. Was soll ich damit machen? Ja, ich werde sie nur los oder ich habe dies, ich habe das noch. Ich habe noch Heulrunen. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich brauche es zwar nicht mehr, weil ich habe das Zeug nicht mehr, also müsste ich jetzt hier nicht mehr schauen nach den Preisen, aber ich habe einfach mitbekommen, dass ihr teilweise noch habt und deswegen wollte ich euch jetzt einfach noch dabei unterstützen und euch helfen, sofern ich kann, mit meinen Analysen und meinen Tipps hier, dass ihr eure Sachen noch loswerdet, ja. Deswegen habe ich jetzt gestern alles wieder in diese Liste reingenommen, in die Favoritenliste und werde jetzt euch täglich wieder ein Video machen am Morgen, wo ich was zu den Auktionshauspreisen sage, zu diesen Items, ja. Und zwar nur zu diesen. Also wenn ihr andere Items noch habt, das, da müsst ihr selber schauen dann, ja, weil da bin ich nicht drin. Ich habe nur die hier. Und das war ja auch das, was ich euch alles empfohlen hatte, zu kaufen und zu traden. Und ihr bekommt jetzt jeden Tag wieder ein Video auf YouTube, bitte, ja, auf YouTube. Wenn ich live bin auf Twitch, Montag und Freitag, dann gibt es halt auf Twitch, machen wir ja jetzt eben, ne? Und ansonsten täglich auf YouTube. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Vorteil von Kanalmitgliedern auf meinem YouTube-Kanal. Kanalmitglieder werden dieses Video sofort zur Verfügung bekommen, sobald ich es aufgenommen habe. Das ist in der Regel in der Früh gleich, so zwischen 8 und 9. Ja, mache ich sofort dieses Video, schaue mir die Preise an und werde euch sagen, hier, jetzt habt ihr einen guten Preis, bitte verkauft eure Sachen. Einkaufen werden jetzt nichts mehr, außer wir sehen mal kurz Schnäppchen. Und halt die Sachen, die erhalten bleiben und nicht verschwinden oder halt nutzlos werden in der neuen Erweiterung. Wer jetzt kein Kanalmitglied ist auf meinem YouTube-Kanal, der wird das Video auch zu sehen bekommen, allerdings erst später. Ja, also das ist wirklich der Vorteil, wenn du Kanalmitglied bist, dann siehst du das Video gleich in der Früh. Wenn du kein Kanalmitglied bist, siehst du das Video auch, aber du bekommst es erst später freigeschalten. So, ja, das noch zu den Kanalmitgliedschaften. Der Rest schaut dir bitte alles auf YouTube nach. Und wir fangen jetzt einfach mal gleich an. Wir schauen erst einmal in meinen Briefkasten rein. Also bei mir geht in letzter Zeit halt nicht mehr viel, weil ich habe ja, wie gesagt, nichts mehr und ich kaufe jetzt da auch nichts mehr, ja. Das Motto lautet jetzt wirklich zur Vorbereitung auf TBW: Cash ansammeln, nichts mehr investieren, nichts. Außer wirklich minimal, ja, kleine Mengen oder wo du sagst, das brauchen wir weiterhin, wie den Automatikhammer und den spektralen Grog. Da könnt ihr schon investieren. Trotzdem würde ich euch raten, wenn du Goldfarmer bist, und zwar so wie ich, dass du im Auktionshaus Verbrauchsgüter rauskaufst, günstig und teurer wieder reinstellst, dann und das auch machen möchtest in der neuen Erweiterung und gleich von Anfang an dabei sein willst und die große Kohle absahnen, weil die ist am Anfang da, ja, gerade am Anfang ist es eine Mega-Chance, richtig Cash zu machen. Aber man muss wirklich einen Plan haben, man muss da wirklich konzentriert an die Sache rangehen und sehr gut aufpassen, was man tut, ja, gerade am Anfang. Warum, werde ich euch gleich noch sagen. Also, wenn du das so machen möchtest wie ich, dann würde ich dir wirklich empfehlen, jetzt dein Cash zusammenzuhalten. Und vielleicht noch ein bisschen Cash auch zu sammeln durch verschiedene Möglichkeiten, die es ja da so gibt. Weil wir benötigen gerade am Anfang in der neuen Erweiterung sehr viel Cash. Umso mehr Cash du hast, umso mehr kannst du investieren, umso mehr kannst du Gewinn machen. Ja, ist logisch. Und gerade am Anfang. Warum gerade am Anfang und warum braucht man gerade da richtig viel Cash und warum müssen wir gerade am Anfang aufpassen? Weil am Anfang die Preise von diesen Verbrauchsgütern wie Flask, Buffood, Runen, also alles das, was ihr hier seht, Heiltränke, Mana-Tränke, Pots und so weiter, extrem hoch sein werden. Ja, warum? Weil am Anfang
muss jeder erst einmal, der diese Berufe macht, also ein Alchi zum Beispiel, der jetzt die Flask und die Pots herstellt, der muss erst einmal das lernen, ja. Und bis wirklich es dauert, am Anfang werden nur wenige die neuen Rezepte schnell können. So, das bedeutet, wir haben weniger Angebot. Und wenn wir weniger Angebot haben, also nicht so viele Leute das herstellen können, dann wird es mega teuer sein. Das ist logisch, oder? Und deswegen brauchen wir ziemlich viel Cash zum Investieren. Und da muss man aber wirklich vorsichtig sein, weil nach und nach werden immer mehr Leute diese neuen Rezepte lernen und dann auch herstellen und ins Auktionshaus einstellen. Das hat zur Folge, dass das Angebot steigt. Und wenn das Angebot steigt, dann sinkt der Preis. Deswegen dürfen wir am Anfang auch nicht kopflos alles rauskaufen, was da ist. Wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen, weil es kann sein, wenn wir jetzt ein Item kaufen für 100 Gold und in der Zwischenzeit sinkt dann der Preis, weil mehr es herstellen können, kostet dann 80 Gold, ja. Wenn wir da zu viel davon einkaufen, werden wir das nicht mehr los, weil die Preise sinken auch schnell. Also das ist erfahrungsgemäß so. Ich bin jetzt hier schon eine ganze Weile dabei, ja. Seit 2006 spiele ich jetzt WoW, also das ist sehr lange. 18 Jahre schon. Man stelle sich mal vor, 18 Jahre lang treu einer Sache sein. 18 Jahre WoW und ich, ja. Genau, und dass ich trade so in dem Ausmaß, das noch nicht ganz so lang, aber das sind bestimmt auch schon 15 Jahre jetzt. Deswegen, ja, ich habe schon mehrere neue Erweiterungen mitgemacht und das schon öfters beobachtet, wie die Preise sich gerade am Anfang entwickeln mit Verbrauchsgütern. Also, das ist Erfahrungssache, ja, das ist einfach so. KDP, guten Morgen, ja, guten Morgen auch dir, wie geht's dir? So. Gut, also das ist der Plan, ja. Ihr sammelt bitte euer Cash, ihr haut alles raus, was raus muss. Schaut bitte auch bei so Geschichten wie irgendwelchen Abzeichen und so Sachen, die man eintauschen kann für irgendwas irgendwo. Bitte werdet auch das los, weil das wird dann auch nichts mehr oder weniger wert sein, ja. Also bitte hier Vorräte der Dracheninseln zum Beispiel, bitte loswerden die Sachen. Mir geht's bestens und selber. Ja, wunderbar, das freut mich. Ja, mir geht's auch gut. Mir geht's gut. Alles super. Ja, bisschen kalt hier heute bei mir. Gestern hat es hier ordentlich geregnet, gewittert. Ich hatte 1,5 Stunden keinen Strom und kein Netz, ja, kein Empfang, kein Internet, nix, kein Handy, also gar nichts ging. Und ich dachte mir schon, oh mein Gott, hoffentlich werden die das schnell wieder hinkriegen, weil morgen früh ist Stream, was sonst stehe ich richtig blöd da. Dann merkst du erst einmal, wie aufgeschmissen du bist. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt, ja? Also normal, ich sitze ja so fast den ganzen Tag immer mal wieder, zumindest am PC, ne? Ja, Panik. Ja, genau, also wirklich, ich dachte mir so, hä? Was ist jetzt los, ja? Ich wollte gerade auf Facebook was posten und dann hat mein Beitrag ewig hochgeladen. Dachte ich mir, was soll das? Dann gucke ich auf mein Handy drauf. Ja, und sehe hier oben, oh, ist kein WLAN-Empfang, ich bin irgendwie im LTE, warum? Komisch. Erstmal in die Einstellungen reingeschaut, ja. Nochmal alles neu gemacht. Manchmal muss man das machen, ja. Wenn dein Handy aus dem WLAN rausfliegt, dann machst du einfach mal hier WLAN-Dings, den Button einmal aus und wieder an. Wartest du mal kurz, dann geht es manchmal wieder. Oder ein Handy-Neustart oder so. Habe ich alles gemacht? Nix. Beitrag lädt nicht hoch. Ich mir gedacht, hä? Gehe ich rein, dachte ich mir, na, vielleicht ist irgendwie am Router irgendwas, muss man Router neu starten. Gehe ich rein, schaue ich an meinen Router hin, der steht hier hinter den Bildschirmen, Router aus. Denke ich mir, hä, wieso ist der Router aus, ja? Ich habe nicht einmal bemerkt, ja. Ich bin hier so hingegangen, wo ich jetzt bin, so ungefähr, und gucke halt hier so dahinter, ne, da ist der Router, und habe nicht bemerkt, ich habe hier 1, 2, 3 Bildschirme, dass alle Bildschirme auch aus sind. Das habe ich gar nicht geschnallt erstmal. Bis ich dann wieder zurück bin und dachte, hä, wieso ist mein Computer aus? Ja, der ist ja gar nicht an. Und mein Licht, alles ist aus. Warum? Und dann war ich schon verwundert. Und dann dachte ich mir, muss ich mal gucken. Ja, habe ich drauf gedrückt, aufs Knöpfchen, auf den Anschalter vom PC. Sicher, dass du nicht mitten in einem Tornado warst. Ich habe zumindest nichts bemerkt davon. Ja, aber pff, ich merke schon manchmal nichts, wenn ich hier drin bin und nicht so rausgehe. Nein, kein Tornado. Es war einfach nur ein mega Gewitter.
Und dann habe ich hier drauf gedrückt, ging nichts an. Licht ging auch nicht an. Dann bin ich vorne an die Tür. Lichtschalter ging auch nicht. Dann dachte ich mir, ups. Nee, zuerst bin ich noch da hinten an die Steckdosenleiste und dachte mir, vielleicht ist diese Steckdosenleiste kaputt. Hab ein paar Mal auf den Schalter gedrückt, hat sich nichts getan, Licht war aus. Ja, das ist so eine Steckdosenleiste mit so einem Schalter, der dann auch leuchtet, wenn die aktiv ist. Dann dachte ich, oh nee, oder hoffentlich ist nicht diese Steckdosenleiste kaputt und ich muss die austauschen, weil die ist nämlich hier so, da hinten kommt die aus vom Schrank raus, ja. Und da ist dann mein ganzes, halt so anderes Zeug noch mit angesteckt. Und die Steckdosenleiste, die geht einmal komplett hinter ein paar Schränken entlang zur nächsten Steckdose. Ich habe nämlich hier nicht so viele Steckdosen. So, und das wäre richtig blöd gewesen, weil dann hätte ich nämlich diese ganzen Schränke wegschieben müssen, ja. Und ich dachte schon, nee, bitte nicht, echt, bitte nicht. Bis ich dann gemerkt habe, okay, es geht auch kein Licht. Dann bin ich in meiner Wohnung rumgewandelt, überall ausprobiert, nirgends geht was. Ja, Kühlschrank ist aus, Aquarium ist aus, alles aus. So, dann habe ich echt ein bisschen Panik bekommen. Bin ich an meinen Sicherungskasten, da war aber nichts zu sehen. Dachte ich mir, komisch. Ja, weil ich gedacht habe, irgendwie eine Sicherung rausgeflogen aus irgendeinem Grund. Aber dann gleich die ganzen Sicherungen in der ganzen Wohnung. Gehe ich raus ins Treppenhaus, da auch kein Licht gegangen. So, dann dachte ich mir erst so, okay. Und das Zweite, was ich mir dachte, na Gott sei Dank, ja. Wenn im ganzen Haus kein Strom geht, dann liegt wenigstens nicht an mir, dann ist bei mir alles gut, es liegt an was anderem. Ja, und dann ist es wirklich so, dass hier in der ganzen Straße auch kein Strom war und auch kein Handyempfang, kein Internet, gar nichts. Das war ganz komisch. Und da war es irgendwas, ja, es war ein Gewitter, vielleicht ist ein Baum umgefallen auf eine Stromleitung oder irgendwie sowas, gell. Hunsdorf, ein Berg, nö, nicht auf dem Berg. Also das war ganz seltsam. Und dann stand ich da, ja, und dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Weil normalerweise, ich wollte ja gerade auf Facebook posten eigentlich. Und dann wollte ich noch ein bisschen in WoW gucken. Und dann wollte ich noch zeichnen noch, aber dazu hätte ich Licht gebraucht. Also das ging auch nicht, ja. Es war so finster hier in der Wohnung, ich konnte nichts zeichnen, weil kein Licht. Da habe ich dann gemerkt, wie angewiesen man darauf ist. Dann dachte ich mir, na gut, trink erstmal einen Kaffee jetzt, ja, und überleg mal, was du jetzt machst. Bis ich dann festgestellt habe, ja, okay, aber ich kann keinen Kaffee trinken, weil ohne Strom keine Kaffeemaschine. So was Doofes, ganz ehrlich. Und nix. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann gehe ich halt mein Bad putzen, ja. Aber auch das ging nicht, weil ich dachte mir dann, da brauchst du ja keinen Strom, da brauchst du bloß Wasser dazu, das funktioniert ja. Aber nein, nicht funktioniert, weil es war so finster im Bad, dass ich nichts gesehen habe ohne Licht. Also auch Bad putzen ging nicht, ja. Es ging wirklich gar nichts. Was habe ich dann letztendlich gemacht? Ich habe dann was gefunden, was ohne Strom funktioniert. Spülmaschine ausräumen. Und schon mal wieder einräumen und dann gleich anschalten, wenn der Strom wieder geht. Und meine Wäsche war auf der Wäscheleine, auf dem Wäscheständer, Wäsche verräumen. Ja, das habe ich dann. Und so ein bisschen aufräumen. Was willst du sonst machen? Ganz ehrlich, ist richtig doof. Ja, kein Strom, erstmal Kaffee. Es ist immer die Devise. Wenn irgendwas, es ist immer die Devise, ja komm, erstmal Kaffee, ja, und dann schauen wir. Ja, das war echt komisch und ich war echt froh, dass es dann wieder gegangen ist. Naja, okay, jetzt bin ich voll abgeschweift, gell? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also, jetzt schauen wir uns hier mal die Preise an. Ich schweife immer gerne ein bisschen ab. Ja, da habe ich euch gestern schon was gezeigt. Ich nehme jetzt mal meine Liste raus wieder. Also hier ist mein Büchlein, ja, da ist alles drin, was sich rund um WoW dreht. Ja, lauter Notizen und Sachen und das ist auch mein Kassenbuch, wo ich immer aufschreibe, wie viel Cash ich wieder eingenommen habe. Ja, das ist so, sind die letzten Aufzeichnungen, die sind aber irgendwie unvollständig, weil in letzter Zeit gab es halt hier nimmer viel zu tun. Aber wenn du dann so schöne Einnahmen wie, wie eine 500.000 an einem Tag hast, dann macht es schon richtig Spaß, das aufzuschreiben. Gell? Hier zum Beispiel. Da, das waren hier noch schöne Zeiten, aber ich gleich hingeschrieben, hier ein neuer Rekord, ja, ja, ja. Also, das macht voll Spaß, wenn es läuft, einfach alles so schön aufzuschreiben, finde ich zumindest, ja. Und da habe ich jetzt auch meine Liste wieder, ja, und auch mit diesen Listen, da habe ich mir jetzt was überlegt. Also, das ist meine Liste. Hey Primax, guten Morgen, wie geht's dir?
Das ist meine Liste. Also ich habe hier einmal hier diese Favoritenliste im Auktionshaus, damit ich gleich alle Items auf einen Blick sehe, was ich alles trade, wie die Preise gerade ausschauen und ob ich hier kaufen darf, kann, soll, muss und ob ich hier verkaufen kann schon, ja. So, dann ist das Ganze ja auch noch gesammelt hier im Trade Skill Master Add-on drin. Ja, da sieht man, dass die Kurve ist, die nicht wunderschön. Schaut euch diese wunderschöne Kurve an. Ach, es ist herrlich. Einfach toll. Noch besser wird es, wenn wir einen größeren Zeitraum noch machen. Ein Jahr. Hier angefangen, ja, mit 32.000 Gold und dann schwupp, schwupp, schwupp. Ja, da ging es auch immer mal wieder runter. Das sind dann immer die Momente, wo ich viel Gold investiert habe, wo ich ganz viel rausgekauft habe, weil gute Preise waren, ja, wo ich die Lager wieder aufgefüllt habe. Und dann hier ging es mal ganz übel in den Keller, da hatte ich nur noch 3000 Gold, das war echt der Wahnsinn, da habe ich so viel eingekauft und dann sind die Preise so gesunken, ja. Aber dann schaut euch an, wie schön stetig es nach oben geht, ist es nicht herrlich? Also ich finde es einmalig toll. Ja, also hier wird auch alles aufgezeichnet in diesem Add-on TSM und ja, hier die ganzen Einnahmen und so kann man hier auch alles noch nachschauen. Und also ich mache es auf drei Stufen sozusagen. Erstens, was war jetzt das erste? Naja, man sieht es auf verschiedene Arten und Weisen. Man sieht es hier, wie das Gold steigt. Man sieht hier drinnen auch, wie einfach der Goldbestand ansteigt, ja, und hier kann man nochmal nach den einzelnen Items halt eben alles sich angucken und so. Und dann habe ich es halt auch noch hier auf meiner Liste drauf, ja, weil ich schreibe einfach gerne auf, ja. Ich nehme gerne mal dieses Büchlein in die Hand und blätter so durch und schau, ach, guck her, da hatte ich nur noch 3000 Gold, ja. Und ach, schau mal hier, da war dies und das. Also das mache ich einfach gerne. Und da kann man auch ein bisschen was raus analysieren, indem man eben halt auch schaut. Ja, man kann hier zum Beispiel sehen, wenn man das jetzt wirklich über mehrere Wochen macht oder Monate sogar, ja, ich zeige es euch jetzt mal. So, wenn du hier durchblätterst und ich habe hier ja ziemlich viele Aufzeichnungen, ja, über mehrere Monate. Und dann kannst du zum Beispiel sehen, okay, lass uns mal gucken, an welchem Tag habe ich besonders viel eingenommen, ja. Und jetzt sehen wir halt zum Beispiel hier, wenn ich mal auf die Einnahmen schaue, hier zum Beispiel an einem Sonntag, ja, Samstag und Sonntag, schaut euch mal hier an, die Einnahmen, also das, was hier unter dem Strich ist, Samstag, Sonntag ist es. Im Vergleich zu dem Tag oben drüber hier, ja, da war es nicht so viel. Und dann kannst du das dir über mehrere Wochen anschauen und stellst dann vielleicht fest, oh, ich habe immer am Samstag relativ hohe Einnahmen, ja. Also da kannst du ja dann sehen, was ist der beste Tag und dir überlegen, was habe ich da genau gemacht und das dann sofort führen. Deswegen ist es sehr praktisch, weil das habe ich hier drin halt nicht im Spiel, in Game. Das habe ich hier nur in meinen Aufzeichnungen und deswegen mache ich das, ja. Weil es sind immer halt drei Steps, sage ich mal, beim Traden, beim Goldfarmen. Es sind immer drei Steps. Erstens Aktion, also was machen. So. Und viele machen es so, die machen immer nur Schritt 1. Aktion, Aktion, Aktion. Also immer nur einstellen, 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 einstellen. So, es braucht aber mehr, damit du wirklich hier auf richtig hohe Einnahmen kommst und dich auch steigerst. Mit der Zeit braucht es mehr als nur diesen ersten Schritt. Du brauchst erstmal die Aktion, also einstellen. Und zweitens brauchst du dann die Analyse. Ja, das heißt, du guckst dann auch mal, was habe ich eigentlich gemacht in der letzten Zeit und was ist das Ergebnis. Und drittens ist das zu verbessern dann, dass du nach der Analyse dir überlegst, okay, was war jetzt super, was war nicht so toll, was hat was gebracht, was hat nichts gebracht, was hat mir Spaß gemacht, was war nervig, wo habe ich gute Einnahmen, wo habe ich keine guten Einnahmen, wo habe ich vielleicht sogar Verluste, ja. Und dann musst du das wieder optimieren. Also das sind drei Steps bitte. Und das immer wieder von vorne. Ja, repeat, repeat, repeat. Immer wieder. Und nicht nur
Einstellen, einstellen, einstellen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen gibt es hier auch diese Aufzeichnungen. Ja, mir geht's gut, habe heute frei. Ja, das ist ja super. Das ist schon mal schön, ne? Ja, mir geht's auch gut. Danke. Alles wunderbar hier, ne? Wochenende naht, das ist immer gut. Und wenn man frei hat, sowieso. Dann genieß schön deinen freien Tag. Was ist dein meistverkauftestes Item? Das können wir eigentlich, glaube ich, hier auch nachschauen, ja. Das können wir hier, glaube ich, nachschauen. Ich kann es da gerade auf Anhieb gar nicht sagen, gell. Einnahmen. Wenn ich mal... Ah, ne, doch, hier steht's ja, schau. Das zeigt uns TSM ja direkt auf der Startseite, ja. Nämlich, da müsste irgendwo stehen. Hier, Top-Item ist die drakonische Verstärkungsrune. Das heißt jetzt aber nicht, dass es das meistverkaufteste ist, sondern das heißt, dass es das Item ist, womit ich am meisten eingenommen habe. Ja? Und es ist ein Unterschied. Warum? Weil die ja ziemlich teuer ist, diese Drakonische. Jetzt nimmer, ja. Aber vor einiger Zeit war die ja noch ziemlich teuer. Also zwischen 800 und 1000 war ein schöner durchschnittlicher Verkaufspreis. Bis zu 1400, 500 Gold hat man dafür nehmen können. Im Einkauf hatte ich immer was zwischen 500 und 700 Gold. Also da machst du natürlich, ja, da steht 7 Millionen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, weil ich habe ja keine 7 Millionen, ja. Ich weiß es nicht. Das verstehe ich selber nicht, was das hier für ein komischer Betrag ist. Weil ich habe ja insgesamt 7 Millionen eingenommen und ausgegeben 10 Millionen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und habe dann hier auch 3 Millionen minus. Ja, das sind eben die Sachen, wo ich am Trade Skill Master, an dem Addon, nicht verstehe, dass hier manche Zahlen einfach seltsam sind, ich nicht weiß, was das soll, ja, weil ich meine, ich habe ja jetzt kein Minus, ja, und da auch teilweise Daten fehlen, aber dass das hier das Top-Item ist, das stimmt schon, weil damit man einfach am meisten Gold machen kann, ja, wenn ich es für 700 einkaufe und verkaufe es für 1400 wieder, ist logisch, ja, wohingegen, wenn ich ein anderes Item anschaue, von mir aus mal den Mana-Trank, ja, Mana-Trank kaufe ich ein für 4 Gold im Schnitt und verkaufe ihn im Schnitt für, ich schaue mal nach, was ist hier mein Schnitt, ja, für 6 Gold wieder. Da habe ich viel, viel mehr verkauft von den Mana-Tanks, ja. Da rauschen die Zahlen richtig durch, weil da hatte ich sehr viel mehr Items. Aber der Gewinn pro Item ist halt einfach auch weniger. Also das ist wirklich das Top-Item. Damit läuft es auch richtig gut, ja. Dark Mart, agile Verkaufsstrategie einstellen, verkaufen, reflektieren. Ja, genau. Woher kriegt man die Verstärkungsrune? Kann man die farmen? Also ich selber, ich kaufe ja alles nur aus dem Auktionshaus raus, ja. Ich farme selber gar nichts, außer Kakaobohnen, sonst nichts. Und mein Main, der stellt, ja, und ich kaufe halt, nehmen wir mal nur den Char jetzt. Mit diesem Char farme oder kaufe ich nirgends was beim Händler. Ich farme nichts, ich kaufe nirgends was ein, ich kaufe nur Sachen aus dem Auktionshaus raus und stell sie wieder ein. Und zwar nur diese Verbrauchsgüter. Und ich habe die drakonische Verstärkungsrune, der Preis sinkt gerade richtig krass wieder, nur aus dem Auktionshaus rausgekauft, wo man sie sonst bekommt. Man bekommt sie als DD gar nicht, sag ich mal. Man bekommt sie, wenn man hier in Dungeon Browser reingeht und deine Klasse gerade Mangelware ist im Dungeon Browser, dann bekommst du als Belohnung dafür, dass du jetzt damit gehst, ja, weil dringend ein Tank gesucht wird, zum Beispiel gelegentlich drakonische Verstärkungsrune. Also für mich als DD, mein Main, keine Chance, die so zu bekommen. Muss ich aber auch nicht, weil ich kaufe es einfach aus dem Auktionshaus. Das ist ja das, warum ich das so mache, weil ich muss mich keinen Millimeter hier wegbewegen. Ich habe selber null Anstrengung.
Ich muss nirgends hinlaufen, ich muss nichts machen. Ja, keine Zeit investieren, um irgendein Zeug zu farmen oder so. Es wäre mir auch viel zu langweilig, muss ich sagen. Also ich meine nichts dagegen, manche machen das gern, ist total okay. Wenn es keiner machen würde, könnte ich ja auch nichts auskaufen. Aber ich kaufe die Sachen, die andere gefarmt haben und billig reinstellen. Nein, mache ich nicht. Ich mache keine serverübergreifende Geschichten und auch kein Multiboxing. Ganz simpel hier alles, ja. Das ist komplett simpel. Das kann man natürlich alles machen und sich noch mehr ausweiten und so. Brauche ich aber nicht, ist mir auch zu stressig, ja. Also hier ist alles ganz, ganz einfach eigentlich gehalten. Nichts mega Aufwendiges, nichts Kompliziertes, nichts mit 500.000 Chars und Pipapo. Das wäre mir schon alles viel zu stressig. Ja, also drakonische Verstärkungsrune ist das Top-Item, aber bitte nicht vergessen, nicht mehr jetzt. Jetzt nicht mehr, ja, nicht mehr. Das ist rum ums Eck. Die habe ich euch ja gesagt, die Preise, wie die ausgeschaut haben vor einiger Zeit. Und jetzt brauchst du damit nichts mehr anfangen. Das braucht jetzt auch keiner mehr. Die wenigsten nehmen jetzt noch das voll serious und gehen irgendwie raiden und geben da alles und buffen sich mit allem, was geht. Die Leute rennen einfach nur noch rein. Also nicht jeder, ja bitte, aber halt zum großen Teil. Beziehungsweise geht eh nicht mehr so viel jetzt mit raiden. Du kannst ja auch die Erfolge teilweise jetzt gar nicht mehr machen. Also das wird einfach nicht mehr gekauft, dieses Item. Nicht mehr so. Deswegen sinkt ja auch der Preis. Weil es ist ein Überangebot jetzt da, ja. Deswegen haben wir hier diese schrecklich niedrigen Preise. Was du jetzt noch machen kannst, ist einfach zu gucken, ob Schnäppchen gibt ab und zu. Da musst du aber vorm Auktionshaus sitzen und immer wieder aktualisieren. Ja? Wenn du jetzt hier siehst, drakonische Verstärkungsrune, ist ein bisschen was drin, was sehr viel günstiger ist. Ja, also sagen wir mal, die kostet jetzt gerade 111. Ja? Und jetzt siehst du beim Aktualisieren, jetzt kostet die auf einmal 80. Jetzt gehst du hier drauf und siehst, okay, es sind nur 3, 4, 5 Stück, die 80 Gold kosten und die nächsten sind schon wieder für 111 drin. Dann kaufst du die ganzen raus, die nur 80 kosten und stellst sie sofort wieder rein für 111 im Zweier-Stack, nicht so viele auf einmal. Dann kannst du sie direkt wieder mit Gewinn verkaufen, aber nicht mehr hier in Massen einkaufen. Ja? Ich habe ja hier Massen gekauft. Man sieht es jetzt nicht mehr so gut, weil die Daten schon zu lang her sind und das Add-on, beziehungsweise meine ganzen Trading-Add-ons, haben die Daten schon rausgeworfen aus dem System. Deswegen kann man es jetzt nicht mehr so gut sehen. Aber ich kann ja mal schauen, ob wir noch irgendwas sehen können. Da ist die drakonische Verstärkungsrune. Umsatzeinnahmen. Ja, hier sind jetzt nämlich die Einnahmen, ja. 1.945.000 mit dieser drakonischen Verstärkungsrune, ja. Warum habe ich jetzt aber weniger Gold als 1,9 Millionen? Weil ich dafür ja auch was bezahlt habe erst. Also das muss man natürlich wieder abziehen davon, ne? Und hier habe ich angeblich 2600 Stück verkauft. Es stimmt aber nie und nimmer. Also wie gesagt, hier fehlen einfach Daten. Das Problem habe ich hier halt mit TSM. Aber wie gesagt, mir ist es mittlerweile jetzt egal. Ich habe da ganz lang rumgerätselt, warum ist es so, dass da immer Daten verschwinden und es mir nicht genau anzeigt, wie viel ich davon verkauft und gekauft habe und immer Daten fehlen, ja, und mich geärgert drüber. Und dann haben wir ja hier überlegt, wie kann man das abstellen und was kann man machen. Hier, schaut mal, da habe ich drakonische Verstärkungsrune für 3,5k verkauft mal. Yeah. Mittlerweile muss ich sagen, ist mir aber egal, weil mir ist wurscht, wie viel ich davon verkauft habe. Für mich zählt nur, wie viel, für wie viel Durchschnittspreis habe ich eingekauft. Ja, und das ist das hier. 736 ist mein Durchschnittseinkaufspreis für dieses Item. Das ist wichtig und nichts anderes. Ich kaufe habe manchmal welche eingekauft für, hier sehen wir es ja noch sogar, ja, ich habe schon eingekauft das Item für 99 Gold, das war mal Schnäppchen, dann habe ich für 708 eingekauft, ich habe auch mal für 1300 eingekauft, weil da die Preise sehr hoch waren zu dem Zeitpunkt, da habe ich es dann aber auch wieder für 1800 verkauft, so, und daraus ermittelt hier TSM den Durchschnittspreis, zu dem ich eingekauft habe, und das ist für mich wichtig und nichts anderes.
weil jetzt weiß ich, kann ich mir ausrechnen, zu welchem Preis muss ich mindestens verkaufen, damit ich meine Ausgaben wieder drin habe und bitte auch einen Gewinn habe. Ja? Das ist alles, was mich interessiert. Mir ist total egal, wie viele ich davon gekauft habe und wie viele ich davon verkauft habe, ist wurscht. Es geht nur hier um diesen Gewinn. Jetzt musst du dir ausrechnen, wenn die jetzt für 800 Gold zum Beispiel drin wären, ja, und du hast diesen Durchschnittseinkaufspreis, dann rechnest du jetzt aus, ob du da einen Gewinn machen würdest, der für dich okay ist. Ja, das ist auch immer wegen Ansichtssache. Der eine sagt, mir langt's, wenn ich 10 Gold Gewinn mit dem Item mache. Der andere sagt, nee, da ist mir der Aufwand zu groß. Für 10 Gold habe ich da keine Lust. Ich will auf jeden Fall mindestens 50 Gold Gewinn machen. Ja, das ist halt Ansichtssache. Jetzt musst du es dir ausrechnen. Wenn du es für 800 einstellst und es gekauft wird, dann musst du von den 800 Gold die 5% Provision abziehen, die du nicht bekommst, sondern die im Auktionshaus bleiben. Ja, so 800, 10% sind 80 Gold, 5% sind 40 Gold. Also kriegst du keine 800 raus, sondern 760. Jetzt hast du für 736 eingekauft, das heißt, du hast dann noch 24 Gold Gewinn, wenn du das für 800 verkaufst. So, und da musst du jetzt halt selber überlegen, will ich 24 Gold Gewinn haben oder ist mir das zu wenig? Also, da musst du dann schauen, verkaufe ich jetzt oder halt nicht, verstehst? Also, das ist für mich das Einzige, was hier interessant ist. Ansonsten ist mir das egal. Mal davon abgesehen, dass halt die Daten einfach eh nicht stimmen. Es geht hier immer irgendwas verloren. Also ich habe gehört, ich werde darüber noch auch ein Video machen. Ja, wir sind ja eh gerade dabei, das TSM-Addon miteinander durchzugehen, was es da alles gibt und zu machen gibt. Da mache ich einfach einzelne Videos, ja, kleine, auf YouTube, wo ich euch immer mal wieder eine Funktion zeige im TSM. Ja, und ich weiß hier auch nicht alles, wie gesagt. Ja, manche Sachen benutze ich hier gar nicht, die man in diesem Addon machen kann. Ich nutze hier gar nicht alles aus. Deswegen sage ich euch natürlich nur das, was ich benutze und wo ich weiß, wie es geht und was es ist. Und den Rest halt kann ich nichts machen. genau. Ja. Ja, was wollte ich jetzt euch da noch zeigen? Vergessen. Ja, also das ist das, was für mich halt interessant ist. Ja, und das kann ich eben für jedes Item, das ich überhaupt mal in meinem Inventar hatte, nachschauen. Hier seht ihr halt ganz, ganz viele Items. Also nicht nur die, die ich ins Auktionshaus reinstelle, sondern wirklich jedes Item, das ich in meinem Inventar habe oder hatte, und zwar mit allen Chars, ist hier zu finden und du kannst sehen, was habe ich damit gemacht. Ja, zum Beispiel das Item hier. Ah, das kann ich so hier nicht einklicken. Anklicken, nicht einklicken. Ja, das hier zum Beispiel, ja, da kann ich jetzt zum Beispiel sehen, was habe ich damit gemacht. Ich habe es beim Händler verkauft, ja. Also hier kannst du alles nachgucken, ist interessant. Hast du auch mal Max Level? Hast du auch Max Level? Ja, mein Main ist mein Main, der Hexer. Den schauen wir uns nachher dann auch noch an. Der ist Max Level, ja. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt halt auf dem Goldfarmen mit Auktionshaus Trading und nicht mehr auf dem Raiden oder Content spielen, so, ja. Das war früher mal so. Früher war ich hauptberuflich in WoW Raider. Dann eine Zeit lang später war ich war ich hauptsächlich Mythisch Plus Runner und Leute durch Mythisch Plus Zieher. Okay, jetzt hauptsächlich Goldfarmen. Also er ist Max Level, aber das läuft nebenher. Ich habe jetzt auch nichts gemacht im Pre-Patch, noch gar nichts gemacht. Meine Talente sind immer noch durcheinander. Ich muss die Skillung neu machen. Ich habe mach keine Raids gerade, ich habe nicht gelevelt, nix. Also ich habe gar kein Storyline gespielt, nix jetzt. Nein, ich mache überhaupt kein Mythisch Plus mehr. Nicht im Moment, ja. Ich hatte ja 6 Jahre Pause, wie ihr wisst. Ich habe im Oktober letztes Jahr erst wieder angefangen. Nach 6 Jahren, wo ich weder WoW gespielt habe, noch auf Twitch live war, also wirklich gar nichts gemacht habe.
Und bevor ich aufgehört habe, da habe ich eben Hardcore Mythisch Plus gemacht und Leute durch Mythisch Plus gezogen, hier auch im Livestream. Und dann war ich 6 Jahre lang offline. Und jetzt, wo ich wieder angefangen habe, habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht diesen Stress, weil es ist schon stressig, finde ich. Also für mich war es irgendwann dann Stress, und auch langweilig, immer dasselbe, ja. Ein und dieselbe Instanz auf Mythisch plus 10 oder was, irgendwie 15 Mal hintereinander. Mir hat es keinen Spaß mehr gemacht. Warum ich offline war so lang? Weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, genau aus dem Grund. Weil ich nur noch Mythisch plus gelaufen bin, die hohen Kies und die Leute durchgezogen und es war sowas von Fließbandarbeit einfach, ja. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht irgendwann. Mir war das irgendwann alles zu viel und zu blöd und keine Lust mehr. Langweilig, ja, 15 Mal hintereinander ein und dieselbe Instanz, also ich weiß nicht. Und dann hatte ich so keine Lust mehr, dass ich gar nichts mehr wissen wollte davon. Und dann, ja, habe ich einfach mal 6 Jahre lang gar nichts gemacht. Dann habe ich das aber immer vermisst, WoW, ja. Ich habe es immer vermisst. Und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, ich gehe jetzt wieder zurück. Aber ich werde nicht mehr diese Mythisch Plus Runs machen. Und ich werde auch nicht mehr auf Biegen und Brechen unter den 10 besten Hexern auf meinem Server sein wollen. Ja? Weil das war die Geschichte, was ich auch hatte. Ich musste immer irgendwie Best in Slot Gear haben und ja, einer von den besten 10 Hexern auf dem Server sein und so. Und das wollte ich dann auch nicht mehr. Ja, und deswegen mache ich jetzt halt Goldfarmen, weil das macht Spaß. Das kann man auch mal kurz irgendwie machen, schnell so zwischendrin. Das ist nicht stressig, es ist kein Druck irgendwie. Ja. Und ist komplett was anderes natürlich, ja. Ja, also so schaut's aus. So, jetzt gehen wir aber mal wirklich hier ins Auktionshaus rein. Waren wir schon im Briefkasten eigentlich? Ja, ich lasse jetzt das Gold immer liegen. Ich nehme bloß die abgelaufenen Sachen raus. Weil das bisschen muss ich nicht rausnehmen. So 1700 Gold ist ein wenig wenig. Lass sie einfach drin liegen. Und jetzt schauen wir einmal hier rein. Also das ist, was wir jetzt machen. Das bekommt ihr dann täglich auf YouTube, ja. Einfach hier gucken, was geht hier heute. Und meine Prognosen und Tipps dazu, was man jetzt hier machen kann. Also mit meiner Liste, wo ich meine Durchschnittseinkaufspreise draufstehen habe. Das müsst ihr haben. Diese Liste, ja, die wird jetzt neu gemacht. Für die neuen Items sind noch die alten Items drauf, gibt es neu. Ich werde eine Blankoliste machen, so wie ich die hier habe, ja. Mache ich eine Blankoliste und werde ich irgendwo hochladen, dass wer das haben will, sich es runterladen kann. Und dann werde ich auch noch eine neue Liste mit den neuen Items machen, für mich als Destro WL. Und die wird es auch irgendwo geben, ja, werde ich demnächst machen und sage ich euch dann Bescheid, wo es das gibt und wie. Ja, also hier gucken wir auf die Durchschnittseinkaufspreise. Das sind halt meine. Ihr müsst selber bei euch schauen. Und dafür empfehle ich euch TSM, weil das rechnet euch alles aus. Weil wenn ihr das selber ausrechnen müsst, da werdet ihr nicht froh. Früher habe ich das so gemacht, als es noch kein TSM gab, habe ich mir tatsächlich immer selber ausgerechnet, was mein Durchschnittseinkaufspreis war. Also das ist, ja, muss man nicht machen, ja. Muss nicht sein. Okay, also ich sehe auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal den Automatikhammer. Der hat heute einen Preis von 99 Gold. Das heißt, der ist im Preis gestiegen. Gestern war der nämlich noch drin, hier auf 70, ja. Da habe ich euch gestern noch gesagt, hier, da haben wir einen Megapreis. Also wer jetzt noch keine hat und noch ein paar sich bunkern will, jetzt bitte einkaufen, weil 70 ist ein absoluter Top-Einkaufspreis. Hier in der Preisentwicklung seht ihr es ja, ne? 128 Gold, letzte Woche Samstag, da kann man schon wieder verkaufen mit einem schönen Gewinn. Heute 99, das heißt, der Preis steigt. Wir schauen einmal, wie viele drin sind. Auch hier kann man nämlich was sehen und ablesen und eine Prognose setzen. Wie geht es weiter mit diesem Preis? Also ich sehe jetzt, dass hier über 9000 Stück hier drin sind für 99 Gold. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich dieser Preis eine Weile halten wird oder
wie das sinkt, ja, weil das jetzt weiter steigt, dafür sind es zu viele. Außer jetzt kommen ganz viele Trader, die jetzt alle hier das rauskaufen, weil auch 99 ist noch ein ganz angenehmer Preis, um einzukaufen, wenn man jetzt gar nichts hat davon, ja. So, also hier meine Empfehlung, beobachten das Item, wie sich der Preis entwickelt. Wer gar keine hat, der kann jetzt ein paar kaufen, aber bitte nur ein paar. Keine Tausende, keine Hunderte, kauft euch 10 oder 20, nicht mehr, weil der Preis ist nicht so mega günstig und im Moment wird es auch nicht so viel gekauft, dieses Item. Ja, warum? Weil die Leute halt nicht traden gehen und auch nicht mit Tisch Plus machen, generell nichts machen, sondern lieber auf Festival gehen zurzeit. So, dann haben wir hier den spektralen Grog. Also wir machen jetzt erstmal die Items, die uns eh erhalten bleiben. Da seht ihr auch an dem grünen Häkchen nicht, dass ich eingestellt habe. 220 ist ein super Preis zum Verkaufen. Im Einkauf liegt der bei 150, ja. Hier hat man mal 170, da kann man auch schon ein paar kaufen, wenn man gar keine hat. Da empfehle ich auch so 10 Stück dann zu kaufen. Ansonsten haben wir hier diese Elementartränke, alle beide, ja, die sind beide immer noch recht hochpreisig drin. Also immer noch genauso wie gestern, wenn ihr noch Elementartränke der Macht habt, egal ob es die kleinen sind oder die großen, verkauft sie jetzt, das sind gute Preise. Mein Durchschnittseinkaufspreis bei den großen liegt bei 66 Gold und bei den kleinen hier bei 40. Also im Moment, ja, an Betracht der Tatsache, dass alle Preise im Keller sind und hier nichts mehr geht, sind das super Preise. Also habt ihr noch was, dann nutzt jetzt unbedingt die Chance und haut alles raus. Und jetzt erkläre ich euch nochmal, wie verkauft man, so dass man auch Einnahmen hat und ein nicht immer alles abläuft. Ich zeige es euch jetzt hier am Beispiel mit Users Eintopf, weil ich habe nichts mehr anderes. Und das ist eigentlich kein schöner Preis zum Verkaufen. Es ist mir aber egal, weil ich habe schon gut Gewinne gemacht. Und ich möchte es euch einmal zeigen. Ihr seht hier schon, ich habe eine voreingestellte Menge von 10 Stück. Ja, wenn man kann sich das einstellen mit dem Addon Auktionator. Hier kann man einstellen, wie viele möchte ich standardmäßig am Stück einstellen, wie viele Items. Da geht man hier auf Verkaufen Mengen und dann siehst du hier die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Itemklassen oder Gegenstandskategorien. Und das kann man alles einzeln machen, ja, alles einzeln einstellen und wie ihr seht hier verbrauchbare Gegenstände. Also das sind alles diese Sachen, die ich hier trade, habe ich eine standardmäßige Einstellung auf 10 Stück pro Item, ja. So, und das ist auch meine Empfehlung, das so zu machen. Man, 10 Stück ist immer ein guter Stücksatz, um das reinzustellen. Ich würde auf gar keinen Fall, ihr seht, ich habe jetzt hier 2000, über 2000 Stück. So, ich könnte jetzt auch alle auf einmal reinstellen. Das macht aber null Sinn. Warum nicht? Weil das keiner kaufen wird. Niemand. Es kommt jetzt niemand und kauft euch auf Anhieb 2000 Stück ab, weil kein Mensch 2000 Users Eintopf braucht. Und es wird auch nicht aufgeteilt, dass jetzt irgendwie 100 Leute jetzt kommen werden und sich die ganzen Users Eintopf aufteilen und dann alle rausgekauft werden. Das kannst du vergessen. Deswegen mach kleine Stacks. Und das Einzige, was dann passiert, ist, dass dir alles abläuft und du 64 Gold los wirst, weil die Einstellgebühr, die ist ja dann weg, wenn du einstellst und es nicht gekauft wird, ja? Deswegen macht kleine Stacks. 10er Stack ist aber sogar jetzt vielleicht zu viel. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob jetzt um diese Uhrzeit, genau in diesem Moment, Sachen rausgekauft werden, dann mache ich erstmal ganz kleine Stacks, nämlich ein 2er Stack. Stell den ein, natürlich immer auf 12 Stunden nur, ja, weil die Gebühren werden umso teurer, umso länger es drin ist. Und jetzt schaue ich mal, ob was passiert. Unser Ziel ist ja, es soll möglichst sofort rausgekauft werden. Es soll nicht lange hier drin sein. Warum? Weil umso länger dein Zeug hier drin steht und es keiner kauft, umso mehr hast du die Gefahr, dass deine Sachen untergehen. Weil du bist nicht der Einzige, der das Item einstellt. Es kommen jetzt noch
50 Leute und stellen auch das Gleiche ein und dann ist es hier weiter oben und deins rutscht immer weiter runter. So, ich aktualisiere jetzt hier immer mal. Warum mache ich das? Weil ich jetzt wissen will, erstens, kommt jemand und kauft meine Sachen. Zweitens habe ich Konkurrenz. Wie ihr sehen könnt, es passiert überhaupt nichts. Ja? Meine Sachen stehen immer noch hier drin, schon seit mehreren Sekunden. Wenn es richtig gut läuft, zu einer Uhrzeit, die einfach ja, an einem Tag und zu einer Uhrzeit, die einfach am besten sind zum Traden, dann stelle ich es ein und es wird innerhalb einer Millisekunde rausgekauft. Und zwar Stacks, die so ausschauen oder noch größer. Ja, das ist aber jetzt nicht der Fall. Warum? Weil wir haben Freitag 10.50 Uhr, ja, da sind wenig Leute hier unterwegs. Es gehen wenige jetzt Raiden oder Mythisch Plus laufen und brauchen jetzt Barfood. Versteht ihr? Es sind wenige Leute unterwegs, die jetzt irgendwas rauskaufen. Deswegen tut sich hier nichts. Und dann weißt du schon, okay, da brauche ich jetzt keine großen Stacks einstellen, weil das nutzt überhaupt nichts, ja? Da musst du jetzt abwarten. Lass es jetzt drin. Wir haben auch null Konkurrenz, wie ihr seht. Es ist niemand da jetzt im Game und macht da was um diese Uhrzeit. Ansonsten würde ich jetzt hier sehen, dass mehr eingestellt wird und meine Dinger hier absinken, ja? Jetzt machst du Folgendes. Du wartest jetzt einfach mal ein paar Stunden ab. Heute Nachmittag, ich sag mal, heute ist Freitag, so ab 2 Uhr ungefähr, ab 14 Uhr geht es los, dass hier mehr los sein wird in Game. Da kommen die ersten Leute von der Arbeit heim und bitte, ich spreche jetzt hier so im Schnitt, im Durchschnitt. Natürlich gibt es Leute, die auch jetzt von der Arbeit heimkommen und jetzt mal kurz noch in WoW reinschauen, bevor sie sich dann ablegen und erstmal eine Runde schlafen. Ja, sicher gibt's das. Klar, aber der Durchschnitt ist halt einfach der, der from 9 to 5 arbeitet oder so und am Freitag früher aus hat, vielleicht um 2 und der jetzt einfach in der Arbeit ist und dann um 2, ab 2 nach Hause kommt, nochmal ein guter Schwung kommt um 4 nach Hause, nochmal ein Schwung kommt um 5 nach Hause und dann online gehen. Ja, also da wird dann dein Zeug auch rausgekauft. Deswegen solltest du auch darauf achten, was haben wir für einen Wochentag, was haben wir für eine Uhrzeit und auch was haben wir für eine Jahreszeit, weil jetzt im Sommer sind viele Leute nicht in WoW nach der Arbeit, sondern im Biergarten und am Wochenende nicht in WoW, sondern auf dem Number One Festival, ja. Okay, also das ist einfach wichtig zu wissen. Und da, wenn ihr nicht sicher seid, wird jetzt hier was gehen, dann, ah ja, schaut, jetzt hat jemand hier ein bisschen was eingestellt. Jetzt komme ich und stelle wieder 2 ein. So, also am Anfang, wenn ihr nicht sicher seid, geht gerade hier was, um zu vermeiden, dass ihr hier hohe Einstellgebühren habt und die dann alle einfach weg sind, ja, stellt immer nur 2 Stück erstmal ein und schaut, was passiert. Und dann immer wieder aktualisieren. Und wenn du siehst, hier hat jemand nach dir was eingestellt, musst du sofort wieder nachlegen. Okay? Also wieder 2 rein. Wenn du jetzt merkst, deine Sachen werden jetzt auf einmal rausgekauft, es ist jetzt jemand da, der einkauft, dann mach halt 5er Stacks. Wenn du merkst, es wird ganz schnell rausgekauft, dann mach 10er Stacks. Wenn das auch ganz schnell weg ist, dann mach 50, also so kannst du dich steigern. Das ist einfach die ultimative Strategie, wenn du deine Sachen wirklich loswerden willst. Viele machen einfach den Fehler, die haben hier 2000 Users Herz auf der Eintopf, stellen alles ein, am besten noch auf 48 Stunden und wundern sich dann, wenn sie gar nichts verdienen, eher Verlust machen, weil immer nur die Einstellgebühr weg ist und sich nichts verkauft und alles immer nur abläuft. Und dann sind die frustriert, haben keine Lust mehr, weil so macht es ja logischerweise keinen Spaß. Also das ist die ultimative Strategie, wenn du deine Sachen verkaufen willst, ja. Ich habe auch schon Videos euch auf YouTube hochgeladen, da müsstet ihr mal ein wenig stöbern, ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Es sind auch ein paar bei den Shorts dabei, glaube ich, da habe ich nicht so viele, da findet man es vielleicht einfacher. Wo ich euch wirklich zeige, zu einem Zeitpunkt, wo es richtig rattert, ja, wo es richtig in der Kasse klingelt, an dem Wochenende oder so war das, glaube ich, am Wochenende ist die Uhrzeit so
Ab ja, zwischen 20, 21 Uhr, Freitag und Samstagabend, wo am meisten geht, wo ich eingestellt habe, hohe Steaks und die wurden instant rausgekauft. Und das habe ich 20 Minuten lang gemacht und das mit 3, 4, 5 verschiedenen Items und immer hin und her geklickt. Also wirklich wie irre. Ich hatte so einen Starrblick. Hat man Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich habe kein Video angehabt. Ja. Da habe ich wahrscheinlich wie so ein Berserker ausgeschaut. Und herumgeklickt, wie blöd, dass man nach 20 Minuten meine Hand verkrampft ist, aber in den 20 Minuten habe ich halt irgendwie 100.000 Gold eingenommen oder so oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr, ja. Also so geht es. Und das müsst ihr einfach abpassen, diesen Zeitpunkt. Und da gibt es eben verschiedene Slots, wann das immer so ist. Und so geht Verkaufen mit Gewinn, ja. Gut. Schauen wir die anderen Sachen noch durch. Also ich kann euch sagen, auf den ersten Blick, sonst ist hier nichts Gescheites drin. Es ist alles billig. Außer, ja, ah ja, schaut mal, drakonische Verstärkungsrune ist wieder auf 140. Das ist interessant. Da war jetzt jemand, der hat diese ganzen günstigen rausgekauft. Man kann es natürlich machen, ja. Da waren jetzt ein paar drin für 122. Vielleicht hat es auch so jemand gekauft. Aber vielleicht war es auch ein Trader. Für 122 waren gerade welche drin und für 111. Wenn das kannst du schon machen. Du kannst die alle rauskaufen und dann für 140 einstellen. Ja, wenn wir hier die Provision abziehen, das sind 7 Gold pro Stück, hast du einen schönen kleinen Gewinn, wenn du für 111 eingekauft hast. Ja, aber es waren recht viele. Wenn das jetzt nur 5 oder so gewesen wären oder sagen wir mal 10, dann hätte ich die auch rausgekauft. Aber es waren ziemlich viele hier drin, habt ihr ja gerade gesehen. Und mir ist es im Moment zu viel zum Investieren und ich habe dann den Druck einfach, ich muss jetzt die Sachen loswerden und das will ich im Moment nicht, ja. Das möchte ich im Moment nicht, aber kann man machen. Ja, jetzt können wir wieder schauen, wenn hier wieder jemand kommt und für 20 Gold billiger reinstellt, mal 5 Stück oder so, können wir die rauskaufen und gleich wieder verkaufen. Ansonsten ist hier heute nichts zu machen, ja. Ihr habt den Automatikhammer, habe ich euch gesagt, den spektralen Grog, könnt ihr verkaufen, hier ein bisschen einkaufen, wenn ihr keins habt. Und hier loswerden, wenn ihr noch Items habt, die weg müssen. Elementartrank, der macht beide, ja, den kleinen und den großen. Also haut bitte raus. Und wenn ihr dazu Fragen noch habt, ja, wie mache ich das am geschicktesten oder, was weiß ich, stellt einfach eure Fragen. Schreibt es hier in den Twitch-Chat rein. Ich beantworte es euch gerne, ja. Ich weiß auch nicht alles, okay, aber vielleicht weiß es dann jemand anders. Also einfach reinschreiben und später kommt das Video wieder auf YouTube und auch auf Facebook, wenn ihr es euch später anschaut. Gerne bitte einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Fragen habt. Ja, einfach reinschreiben. So, okay, also das war's jetzt. Ja, für mich ist hier nicht viel zu machen heute. Jetzt schauen wir hier nochmal. Seht ihr, da geht nichts mehr. Also um diese Uhrzeit passiert hier nichts. Ja, das lasse ich mal. Ist mir gerade zu wenig. Ich kann nichts Besonderes hier machen. Da habe ich nur noch zwei spektrale Grog. Das heißt, ich stelle mal nur noch einen ein jetzt. Und das war's jetzt hier, ja? Mit diesem Char fürs Erste. Jetzt logge ich mal hier aus und logge auf meine anderen Chars noch. Jetzt machen wir erstmal die beiden Chars, die Rezepte und Pets traden, ja? Das ist so die zweite Einnahmequelle. Also das meiste Gold mache ich mit dem Char, der wirklich Sachen aus dem Auktionshaus rauskauft, Verbrauchsgüter und wieder verkauft. Ich setze keinen Schritt irgendwo anders hin. Ich stehe nur im Auktionshaus. Kaufen, verkaufen. Ich mache nichts anderes. Ich gehe nichts sammeln. Ich gehe nichts farmen. Ich gehe nichts craften. Nichts einfach. Ich stehe nur im Auktionshaus. Damit mache ich das meiste Gold. Dieser Chart, den ich jetzt einlogge, der tradet Pets und Rezepte auf Horde-Seite. Ja, also ich bin hauptsächlich Hordler, okay. Und habe aber auch ein paar Allies, die dafür da sind, noch mehr Gold zu farmen. Der Hordler hier, der tradet Pets und Rezepte, die ihr hier so seht, die alle abgelaufen sind. Ich war schon länger wieder nicht mehr eingeloggt hier, weil im Moment einfach wenig geht, ja. Ich sag mal, ich bin mit meinem Cash so schon zufrieden und im Moment läuft es einfach viel schlechter als bis vor 3 Monaten, weil
Im Moment haben wir einfach Sommerpause, das ist halt einfach so. Und Ende des Add-ons, des Contents und alle warten auf den neuen Content. Deswegen geht nicht viel, deswegen bin ich auch nicht mehr so viel online im Moment und mache, wenn dann, nur Videos für euch, wo ich euch was zeige und wir uns vorbereiten auf die neue Erweiterung, also so Erklärdinger. Oder so, also nur Sachen für euch eigentlich. Ich selber mache für mich gerade gar nichts fast in WoW. Also der tradet hier diese Rezepte da, ja, und halt ein paar Pets. Und das sind alles Rezepte und Pets, die man ganz einfach beim Händler kaufen kann, was nicht kompliziert ist. Hier, das Pet ist zum Beispiel aus Unterstadt, kann jeder kaufen, kostet nicht viel. Im Einkauf steht, glaube ich, auch da, wie viel es gekostet hat. Ich sehe es gerade nicht. Sehe gerade nicht, wie viel es gekostet hat, aber nur ein paar Silber kostet es, ja. Kann jeder einkaufen, braucht es keine Voraussetzungen, ist überhaupt nicht schwer, da hinzukommen. Zu diesen ganzen Pets und Rezepten gibt es auch Videos von mir auf meinem YouTube-Kanal, wo ich euch alle Rezepte und Pets zeige, euch zeige, wo es die gibt, auch wie man da hinkommt sogar, euch auch zeige, was mache ich für Gewinne mit diesen Sachen. Und dann haben wir hier noch Kakaobohnen. Die Kakaobohnen, die sind ganz nett irgendwie nebenbei zu traden. Die geben nicht viel, 1,50 pro Stück im Schnitt, aber es läppert sich mit der Zeit. Also wenn du das wirklich täglich verkaufst, ich habe damit auch schon irgendwie 12.000 Gold gemacht, nur mit diesen Kakaobohnen. Die bekommt man durch Daily Koch Quests. Auch das findet ihr alles auf meinem YouTube-Kanal, wenn euch das interessiert. Ist halt wenig Aufwand. Der Char levelt sich nebenbei noch, wenn er Daily Kochquests macht, ja, und kann man einfach immer einstellen. So, wir nehmen hier mal alle abgelaufenen Sachen raus und dann stelle ich mal wieder was ins Auktionshaus rein und zeige euch auch, wie das hier mit dieser Variante des Goldfarmes funktioniert. Der Vorteil an diesen Goldfarmen mit Pets und Rezepten ist einfach, du brauchst nicht viel Gold am Anfang zum Investieren. Mit meinem Haupttrader, der Sachen aus dem Auktionshaus rauskauft und sie wieder verkauft, brauchst du sehr viel Gold zum Investieren. Ja, ich habe gestartet mit 350.000. Am Anfang war es echt mühselig, da höher zu kommen, weil du immer wieder investieren musst. Du investierst und kaufst die Sachen raus. Dann hast du erstmal überhaupt kein Gold, weil alles in den Items drin steckt. Dann musst du alles erstmal einstellen und das Gold wieder zusammenkriegen und dann musst du es ja sofort wieder investieren und wieder nachkaufen, ja. Also da ist auch umso besser, du kriegst umso mehr Gewinn raus, umso mehr Startkapital du hast. Das ist ja auch ganz normal, ist im Real Life auch so mit Aktien oder sowas, ja, in der Art, oder Krypto oder. Umso mehr du Startkapital zum Investieren hast, umso mehr kannst du es noch mehr vermehren. Und der Vorteil hier jetzt, wenn du Gold farmst mit Rezepten und Pets und den Kakaobohnen vielleicht, ist, du brauchst kaum Startkapital. Wirklich nur ganz wenig. Ein paar hundert reichen schon, ja. Wenn du hast, deswegen eignet sich das sehr gut, wenn du jetzt zum Beispiel neu in-game bist und hast noch gar kein Gold und möchtest halt ein bisschen Gold haben und auch farmen, dann kannst du hiermit schön anfangen und dir ein schönes kleines Startkapital machen. Der hier hat jetzt 21.000 Gold über, ich glaube, so 3 Monate oder so, wobei ich im letzten Monat fast nichts mehr gemacht habe. Dann sagen wir 2 Monate, ja, mit täglich einstellen. Ja, und das funktioniert ganz einfach. Ich habe hier meine Items, wie gesagt, was das alles ist und wo es das gibt, findet ihr alles auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Gold Farmen mit dem Verkauf von Rezepten und Pets. Und da stelle ich einfach halt ein meine Sachen. Das geht halt auch super schnell, das ist auch ein Vorteil davon. Das kostet nicht viel Zeit, ja, wohingegen Auktionshaus-Trading mit An- und Verkauf viel zeitintensiver ist, weil du eigentlich permanent fast davor sitzen musst, Preise dir angucken musst, schauen musst, wo kann ich was einkaufen, schauen musst, dass du dein Zeug los wirst, dass deins immer oben steht, ja, schauen musst, dass die Preise nicht in den Keller rauschen, womöglich auch mal wieder einen Schwung rauskaufen und so. Also das ist sehr zeitintensiv, es gibt aber halt auch mehr dafür. Wohingegen das hier jetzt viel schneller geht einfach. Du kaufst einmal
machst du mal so eine Runde durch Azeroth und kaufst dir deine ganzen Items zusammen, die du traden möchtest. Da kaufst du natürlich gleich einen Schwung und schmeißt am besten ein bisschen was halt als Reserve in deine Bank, in deine Gildenbank vielleicht auch, wenn das möglich ist bei dir, wenn du eine Bankgilde hast. Oder wenn du das alles nicht hast und keinen Platz hast, kannst du es dir auch zwischen den Chars einfach immer per Post hin und her schicken. Ja, und aus dem Briefkasten rausnehmen, machst du einmal so eine Rundreise, eine kleine. Und wobei das auch nicht so tragisch ist, die Gebiete sind nicht so weit auseinander, wo ich die Sachen einkaufe. Und dann musst du auch nirgends mehr hin. Dann kannst du hier stehen und hier immer deine Items wieder rausnehmen. Täglich einfach hier einstellen. Das geht ganz schnell. Das siehst du ja jetzt hier, wie ich das mache. Ja, ich habe halt hier auch immer dieselben Preise. Es hat hier auch den Vorteil, du musst hier keine Preise analysieren, weil es ist völlig egal, zu welchem Preis dieses Item jetzt im Moment drin ist. Ich stelle es immer zum gleichen Preis ein. Ja, manchmal gehe ich mit dem Preis mit, wie ihr hier seht, aber ich tue auch immer eins rein, was meinen Preis hat. Ja. Das ist mir zum Beispiel zu günstig, da mache ich nicht mit. Also hier muss man nichts überlegen, nichts gucken, einmal einen Schwung einkaufen, dann halt immer mal wieder Nachschub besorgen, wobei das auch ein Twink machen kann, der in dem Gebiet vielleicht eh schon ist, dass es einfach einkauft und dir per Post schickt oder in die Gildenbank reinlegt. Also das hat hier wenig Zeitinvest, ist super easy, hat wenig Goldinvest, das sind die Vorteile. Der Nachteil da, ja, und es ist unabhängig von irgendwelchen neuen Erweiterungen, ja. Wo hier wir jetzt mit meinem Haupttrader, da braucht man jetzt mit den Items nichts mehr anfangen. Und wir müssen zusehen, dass wir sie loswerden, weil die Preise sinken, sinken, sinken. Und hier, das Zeug, das ist einfach ein Dauerbrenner. Das kannst du immer verkaufen. Ja, da verschwindet auch nichts. Und es ist wurscht, ob wir jetzt Dragonflight haben oder TWW oder Burning Crusade oder. Ist total egal, versteht ihr? Das ist auch ein Vorteil davon. Nachteil ist, dass man damit weniger Einnahmen hat. Ja, also das müsst ihr auch wissen. Aber man hat damit auch kein Risiko. Ja, also als Auktionshaus-Trader mit dem An- und Verkauf hat man natürlich ein Risiko, weil man weiß nicht, ob man sein Zeug wieder los wird. Man hat immer die Gefahr, dass man auf Sachen sitzen bleibt, dass die Preise drastisch sinken und nicht mehr steigen oder so. Ja, hier hast du null Risiko, weil du keinen großen Invest hast. Ja, und ich empfehle es vor allem Anfängern. Ich habe auch so angefangen. Ich habe damals mit 0 Gold angefangen, bin hier ganz normal im Spiel gestartet als blutiger Anfänger. Damals Ende Burning Crusade, ja, hatte nichts, kein Geld in den Taschen und nichts. Ich konnte nichts, ich wusste nichts und ich hatte nichts so ungefähr. Und ja, ich habe dann angefangen, Gold zu farmen, weil ich Gold gebraucht habe für Fliegen lernen oder so. Reiten lernen, fliegen lernen, das war's. Und so habe ich angefangen. Zuerst habe ich allen möglichen Crap verkauft, den man so gefunden hat beim Questen. Also auch graue Items und so, wo ich dann nur ein paar Kupfer Gewinn hatte, aber egal. So habe ich angefangen, also wirklich aus dem Nichts. Und dann ging es weiter hier mit Rezepten und Pets, als ich das entdeckt habe. Und danach, dann erst mit den Verbrauchsgütern, weil dafür brauchst du wirklich Gold. Schon. Du musst schon Gold haben. Da kannst du nicht mit 0 Gold anfangen, das wird nichts. Gut, jetzt gehen wir noch auf meinen einen Ali-Char. Dieser Ali, der ist dazu da, um auch Rezepte und Pets zu traden, die er auch beim Händler einkauft, ja. Und das sind jetzt halt die Sachen auf Ali-Seite. Also die gibt es nur für Alis, die von Gradi gibt es nur für Hordler. Diese Chars, die werden aber jetzt in der neuen Erweiterung auch wieder noch was anderes traden, ja? Was das ist, das sind die gleichen Verbrauchsgüter, wie ich mit meinem Haupttrader habe, aber in anderen Qualitätsstufen. Das ist die eine Möglichkeit. Ja, im Moment haben wir ja zum Beispiel Flask auf Qualitätsstufe Bronze, Silber, Gold. So habe ich es jetzt hier bis vor kurzem auch noch so gemacht. Der Haupttrader hat die Sachen in der goldenen Qualitätsstufe, der Jäger von Grad in der silbernen und der Ali hier in der bronzenen. Also kann man hier noch mehr Gold abgreifen, ja.
Und falls es das nicht mehr gibt, ich weiß es gerade nicht, weil ich mich noch nicht informiert habe, dann kann man es auch so machen oder zusätzlich noch machen, dass man halt nicht nur für seine eigene Klasse die Verbrauchsgüter verkauft und im Sortiment hat, sondern auch für andere Klassen. Also ich habe jetzt alles für mein Distro WL, Flasks, Pots, Barfood und so ausgerichtet. Ich könnte ja aber auch die Flask, die Pots, das Barfood für die Tanks traden. Könnte ich ja auch, ne? Oder für Heiler. Also das kann man dann auf andere Chars noch auslagern. So kann man ganz viele Einnahmequellen sich erschaffen und alle mit Auktionshaus Trading An- und Verkauf, ja? Wenn du noch die anderen Klassen mit dazu nimmst. Ja, im Moment hat der hier nur Pads und Rezepte. Der hat sogar ein bisschen hier was eingenommen. Muschelsuppe ist ein Rezept, das sich immer sehr gut verkauft. Das ist hier eins meiner meistverkauftesten Rezepte. Und auch diese Rezepte und auch die Pads gibt es alle beim Händler zu kaufen für günstig. Also es sind immer nur ein paar Silber, was das kostet. Oder auch mal zwei, drei Gold oder so. Der hat hier jetzt gar keine Favoriten, weil der kauft hier überhaupt nichts raus. Ja? Und auch hier ist genau dasselbe wie mit dem Chargrat auf Vorderseite. Die Vorteile sind genau die gleichen. Es ist super einfach. Du hast wenig Invest. Du hast damit auch kein Risiko. Du hast wenig Zeitinvest. Ja, ich schmeiß auch hier wieder nur die Sachen rein und zwar immer zum gleichen Preis. Ich habe hier einen Festpreis und der bleibt einfach so. Da muss ich keine Preise analysieren und schauen, was ist drin. Und wie ist der Markt gerade? Es ist mir total egal. Und die Sachen verkaufen sich trotzdem. Ja, also auch hier genau dieselben Vorteile wieder. Und aber auch die gleichen Nachteile. Du hast natürlich hier nicht diese Einnahmen, wie ich sie mit meinem Haupttrader habe. Aber es ist einfach ein schönes Gold nebenbei, sage ich mal, ja. Und auch hier halt wieder super für Anfänger geeignet, die gerade erst anfangen mit Gold zu traden, Gold zu farmen und noch nichts haben einfach, ja, als wenn du kein Gold hast bisher, wenn du nichts hast. Ja, und auch hier die ganzen Rezepte, die ich jetzt hier trade, auf Alis Seite, Rezepte und Pads, auch das gibt es alles auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Gold farmen mit dem Verkauf von Pads und Rezepten. So, das war's, ja. Seht ihr? Das geht super schnell. Also das sind nicht mal 5 Minuten, was ich da brauche. Ja, und jetzt gehen wir noch auf mein Main und schauen mal, was der so macht. Der macht ungefähr nichts, würde ich sagen. Der ist hier, ja, mein Main. Mein Hexer. Der macht nichts. Also ich habe nichts gemacht, habe ich euch ja schon gesagt. Ich habe nicht den Pre-Patch. Habe ich mich überhaupt nicht umgeguckt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist festzustellen, dass man endlich dieses Drachenreiten ausschalten kann. Das finde ich top einfach. Das finde ich so super, weil ich finde das Drachenreiten richtig doof, muss ich sagen. Ist nicht meins. So, jetzt sind wir hier in der Garnison. Also dieser Char hier, der farmt Gold mit der Garnison, ja? Das ist so hier meine Homebase. Also ich stehe mit diesem Char nie in irgendwelchen Städten rum eigentlich, sondern ich bin immer in meiner Garnison. Und hier seht ihr auch den Sachen ablaufen. Auch hier war ich schon ein paar Tage nicht eingeloggt, ja, oder nur mal kurz, aber nichts gemacht. Diese abgelaufenen Sachen, da seht ihr schon, was ich mit dem hier trade. Er tradet nur Sachen aus der Garni, okay? Und das sind hier diverse Pads, die man hier in der Garni oder durch die Garni bekommen kann, was das alles für Pads sind, wo man sie bekommt, wie man sie bekommt und welche Einnahmen ich damit habe. Das seht ihr auch auf meinem YouTube-Kanal am besten. Da geht ihr in die Playlist Gold Farmen mit der Garnison. Okay? Dann schaut ihr euch hier die einzelnen Videos an. Diese Videos, die sind auch alle nur super kurz, zwischen 5 und 10 Minuten nur. Maximal mal 15, wenn ich wieder so einen Labertag habe. Ja, das könnt ihr euch da anschauen. Dann habe ich hier rote Winterkleidung. Also das ist jetzt was, was ich selber herstelle. Ja, der Char hier, mein Main, ist Schneider.
Und das sind einfach hier diese rote und grüne Winterkleidung. Das ist auch das Einzige, was ich herstelle, weil die Materialien sehr günstig sind. Es ist easy in der Herstellung, es ist kein Stress. Du musst nicht irgendwie 100.000 verschiedene Items erst farmen oder teuer im Auktionshaus kaufen, und die verkaufen sich über das ganze Jahr ganz gut. So, dann nehmen wir auch mal. Ach, ich kann schon wieder nichts mehr nehmen. Ja gut, dann müssen wir eh gleich mal ins Auktionshaus und hier mein Zeug einsammeln. Ich war jetzt schon länger nicht mehr drin und alles stapelt sich hier, ja. So, hier ist mein Handelsposten, den braucht man unbedingt in der Garnison, wenn man hier Gold farmen will, mit dem Auktionator drin. Hier seht ihr alle Items, die ich mit diesem Char hier trade, ja. Alle Items. Und das sind alles Sachen aus der Garnison, ja. Und die sind einfach im Preis immer noch mega stabil. Da ändert sich null, gar nichts. Also wir haben wirklich hier seit Monaten die gleichen Preise. Kräuter hier aus dem Kräutergarten in der Garni, die Erze, ja gut, die sind jetzt ein klein wenig gesunken, aber trotzdem. Und die Pads, es sind mega stabile Preise. Also die Vorteile hier mit der Garnison Gold zu farmen, die lauten, es ist auch nicht besonders aufwendig. Du hast auch sicher jeden Tag hier Einnahmen, wenn du jeden Tag hier deinen Kräutergarten und die Mine abfarmst und deine Anhänger auf Missionen schickst, hast du hundertprozentig jeden Tag Einnahmen, weil die Sachen sich sehr, sehr zuverlässig immer verkaufen. Ja, vor allem diese Kräuter und die Erze. Und du kannst auch richtig hohe Einnahmen manchmal haben, wenn du deine gesamten Garnisonsressourcen umtauscht bei dem besten Händler in deinem Handelsposten. Dazu gibt es auch schon ein Video auf YouTube, was der beste Händler hier ist, wo man am meisten Gold rausholen kann. Und auch durch den Verkauf von diesen Pads hier aus der Garnison. Ja? Also die werden nicht immer verkauft, nicht jeden Tag kauft jemand eins. Aber wenn da welche gekauft werden, habe ich hier über 10.000 teilweise im Briefkasten am Tag, und das ist schon lukrativ, finde ich. Es ist wenig Aufwand, es ist nicht stressig. Du hast sichere Einnahmen hier, und Invest brauchst du hier allerdings ein bisschen, sage ich mal. Wenn du nur die Garni abfarmst mit Kräuter, Erze und Anhänger auf Missionen schicken, brauchst du null Invest. Wenn du allerdings diese Pets hier traden möchtest, ja, die da, die blauen, dann brauchst du ein bisschen Invest dafür. Aber nicht so viel wie der Haupttrader. Ja, da stellen wir jetzt auch einfach alles wieder rein, ja. Es geht auch schnell, also ist auch nicht viel Aufwand hier. So. Ja, genau. Jetzt muss ich mal nochmal zum Briefkasten. Da liegt ja noch was drin. Was haben wir denn hier noch alles? Was ist das denn? Was teleportiert euch nach Silicius? Was sollte ich denn in Silicius wollen? Ist das Kriegsmeu? Ach, das finde ich jetzt aber super, ja. Das finde ich jetzt gut. Jetzt bekommen wir ja hier Kriegsmeutenbank. Mit der neuen Erweiterung. Das hier, was ich hier habe, das ist ein Item aus Missionen. Das bekommt man immer bei den Anhänger- und oder Marinemissionen raus. So, und jetzt steht ja hier für Klassen Jäger, Schamane und Rufer. Was ist denn ein Rufer überhaupt? Das kenne ich gar nicht. Das ist neu. Sagt mir überhaupt nichts, aber egal. Und bisher musste ich dieses Ding immer so, wie es ist, für einen Kupfer beim Händler verkaufen, ja, weil ich kann ja damit nichts anfangen. Ich kann es auch nicht benutzen. Ja, das kann nur die richtige Klasse, und ich konnte es auch nicht einem anderen, einem Twink geben. Jetzt mit diesem Kriegsmeuten-Ding kann ich es dem Twink geben, der kann es benutzen, und dann wiederum kann er es mir wieder geben und ich kann es entzaubern oder so. Also das ist auch wieder gut. Gibt schon wieder ein bisschen mehr Gold. Im Moment muss man es noch für einen Kupfer verkaufen. Ich werde es jetzt nicht aufheben, weil ich habe absolut überhaupt gar keinen Platz in der Gildenbank. Ja, und in der Bank auch. Doch, in der Gildenbank schon, aber da passt es ja nicht rein. Noch nicht. So, also den Handelsposten braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr Gold farmen wollt mit der Garnison. Wir lernen mal noch den Briefkasten gar aus. Da sind noch ein paar Pads drin. Hier ist auch
Gold drin. Ah ja, hier ist wieder Bier des Monats e.V., ja. Ja, komm, nehmen wir mal hier das Gold raus, bevor es noch verschwindet und ich merk's nicht. Hier ist Bier des Monats e.V., das ist auch so ein nettes kleines Gimmick. Kriegt man immer ein Bier geschickt. So, jetzt habe ich es getrunken und jetzt, ja, nächstes Mal verkaufe ich lieber das Bier, das gibt mehr Gold. Dann kannst du auch wegschmeißen, aber dann kriege ich kein Gold. Ja. Nee, man muss hier alles muss zu Gold gemacht werden. So. Ja, wenn man so anfängt wie ich mit 0 Gold und 0 Startkapital damals, ja, dann schaut man wirklich, dann guckt man auch, dass man sowas hier zu Gold macht, ja. Also so Kleinvieh macht auch Mist, ne? Gut, schauen wir mal, ob noch was dabei ist, was noch rein muss. Nee, ist nichts mehr da. Und hier habe ich noch ein paar Fische. Die kann man eigentlich auch mal... Ja, die geben halt auch nur wenig, ne? Aber auch das waren für mich so Items, so ganz am Anfang, ja. Da hat man halt mit sowas gestartet. Es gibt fast gar nichts, aber trotzdem gibt es etwas. Gut, dann muss ich mal was in die Bank und in die Gildenbank reinlegen, damit ich wieder Platz im Inventar habe. Und dann gehen wir auch mal Garnisonsressourcen einsammeln, die so herumliegen. Aber ich drücke immer die falsche Taste aus irgendeinem Grund. Statt den Taschen mache ich immer die Map auf. So, hier lege ich jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Das ist hier das Gildenbankfach für meinen Man. Der bunkert hier halt seine Pets und so, was er so tradet. Was haben wir denn da noch so alles? Das sind jetzt die ganzen Pets, die was mit der Garnison zu tun haben. So. Und da, ich rate ja euch auch hier immer mal ein paar zur Verfügung zu haben, ja. Das Ding ist, diese Sachen, diese Pets hier, die kosten ein wenig was. Also, die sind einmal dafür gut, dass man seine Apexis-Kristalle los wird. Wenn du auch in der Garni tätig bist, dann weißt du bestimmt auch, dass man wahnsinnig viele Apexis-Kristalle ansammelt und keine Ahnung hat, was man damit machen soll. So ging es mir jedenfalls die ganze Zeit. Und dann habe ich herausgefunden, oh, man kann davon Pets kaufen und die lassen sich ganz gut im Auktionshaus verkaufen. Ja? Die meisten von diesen Pets kosten 800 Gold. Plus 2000 Apexis-Kristalle. Ich habe ungefähr 160.000 Apexis-Kristalle, also kein Problem. Es ist eins dabei, das kostet mehr, das da, das kostet 1000 Gold. Und das hier kostet nur Apexis-Kristalle, also kein Gold, ja. Ja, wie gesagt, wo es die gibt und wie man die bekommt und was man damit einnimmt, da schaut am besten auf meinen YouTube-Kanal. Da habt ihr die einzelnen Videos zu den ganzen Sachen. So, dieser Hai kann auch noch da rein. Gut, jetzt noch in die normale Bank und da noch... Ja, da muss ich jetzt auch, müsste ich eigentlich wirklich mal gucken, dass ich was von diesen Waffen und Rüstungsverbesserungen loswerde, weil ich echt ja überhaupt keinen Platz mehr habe. Aber ich möchte trotzdem eigentlich erst mir alle Anhänger noch holen, mir fehlen noch welche, und die komplett ausstatten. Und dann kann man das Zeug nämlich loswerden. Man kann jetzt sehr viel damit machen, ja. Man kann es verkaufen für 1 Silber beim Händler, aber wie gesagt, auch das ist wieder sowas, wenn du 0 Gold hast zum Investieren, um richtig loszustarten mit Auktionshaus-Trading, dann bist du froh über jedes Kupfer und jedes Silber und freust dich auch über kleine Einnahmen. So, dann holen wir jetzt erst einmal hier die Ressourcen, weil das ist hier schon am Cap, schon längst wahrscheinlich. Und als nächstes starten wir wieder die Missionen, damit hier wieder einfach der Rubel rollt, ja. Also die Anhänger müssen eigentlich immer laufen, okay? Immer. Gut, das wurde jetzt hier auch überarbeitet, dieses Addon Garrison Commander benutze ich hier. Ja, das habe ich festgestellt, wurde mir empfohlen und habe es mal ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es echt super ist. Also ich kann es empfehlen. Es ist sehr praktisch. Du hast hier eine bessere Übersicht zu den verschiedenen Missionen und es ordnet dir auch gleich Anhänger zu. Das müssen wir uns gleich anschauen, ja. Die empfohlene Anhänger, die das Beste da rausholen. Und du kannst auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Du kannst auch sagen, ich möchte hauptsächlich viele EP bekommen bei den Missionen. Ja, oder du kannst sagen, ich will hauptsächlich Ressourcen haben oder so, ja. Und das kann man alles einstellen und
Man hat auch noch ein paar so Zusatzsachen hier drin. Hier zum Beispiel siehst du eigentlich noch auch noch, wie viele Ressourcen außen vor deiner Hütte liegen. Ja, das zeigt sich jetzt gerade nicht an aus irgendeinem Grund. Aber es ist mega praktisch. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wähle einen Anhänger, den du in den Mittelpunkt stellen möchtest. Das ist auch praktisch, ja. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt hier einen Anhänger, der muss noch gelevelt werden, dann kannst du den da reingeben und dann suchst dir, dann machst du es so, dass der immer mit dabei ist, einfach automatisch, ja. Scheinbar. Finde ich gut. Ja, finde ich, ist echt ein super Add-on. Die Hauptsache, also worauf man hier schauen muss, ist ja, dass man möglichst alle Anhänger immer unterwegs hat. Es soll ja möglichst keiner übrig bleiben, der nichts macht, ja. Und vorher, jetzt habe ich einen übrigen. Vorher, wo ich das alles selber geguckt habe, ja, wie schicke ich die jetzt wo auf welche Mission, waren mir immer ziemlich viele Anhänger übrig, die dann nirgends mehr hin konnten, weil die Missionschance, Erfolgschance zu niedrig war, ja. Jetzt habe ich es oft so, dass ich gar keinen übrig habe. Manchmal ist einer übrig oder zwei oder so. Ja, Maximum ab und zu mal drei. Aber es ist wirklich sehr viel effektiver und ich muss auch nicht mehr selber überlegen, oh Gott, wie stelle ich jetzt die Gruppen am besten zusammen? Ja, das geht viel schneller so. In dieser Ansicht hier, da sehen wir jetzt die ganzen Missionen, die fertig sind. Und was die Belohnung daraus ist, und das ist auch super praktisch, ja. Bevor ich jetzt alles abschließe, und das kann man hier auch machen, auf einen Knopfdruck alle Missionen gleich abschließen, auf einmal, und das ist auch mega praktisch, sonst musstest du immer alles einzeln, ne? Das dauert ewig. Und du siehst gleich, hier sehe ich jetzt zum Beispiel, da sind 2,2k Ressourcen drin. Und das ist wichtig für mich zu wissen, bevor ich das alles rausnehme, damit ich nicht hier übers Cap komme. Ja? Wenn ich hier übers Cap kommen würde, müsste ich sonst vorher nochmal was umtauschen gehen. Ich glaube, das passt jetzt noch, wobei das schon ziemlich viel waren. 450, das sind schon 1000. Naja. Ich gehe mal was umtauschen lieber. Ja, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber es könnte nämlich knapp werden, weil sonst verlierst du halt Ressourcen und das ist ja unnötig. Weil gerade mit diesen Ressourcen machen wir ja das Gold. Wir tauschen die Ressourcen hier im Handelsposten bei dem Händler da ein. Jetzt ist heute leider nicht der gute Händler da. Das heißt, ich muss jetzt hier einen nicht so guten Deal machen, aber gut. Da tausche ich mal gegen echt Eisenerz. Das ist bei der Händlerin am günstigsten. Ich nehme mal 100. Das reicht dann schon, ja, weil das ist hier heute kein guter Deal. Am besten ist immer gegen Kräuter einzutauschen, aber da braucht man halt den Kräuterhändler. Da kosten die Kräuter 16 Ressourcen. Heute kosten die das Doppelte, bringt also nichts hier einzutauschen, ja, auch wenn das mehr wert ist als das. Aber im Endeffekt komme ich dann so trotzdem noch sinnvoller weg, sage ich mal. Und ich tausche dann halt immer nur so viel um, wie unbedingt sein muss, damit ich nicht übers Cap komme. Und wenn aber der gute Händler da ist, dann tausche ich natürlich alles um, was ich habe. So, das war der falsche Tisch. Okay, also dann, jetzt machen wir mal was. Jetzt holen wir mal alles ab, ja. Und wir schauen uns an, was hier alles jetzt reinploppt. Also alles abschließen. Erschreckt da immer noch voll, wo ich es jetzt schon 100 Mal gehört habe. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles haben. Das hier kann man im Auktionshaus verkaufen. Das Bergungsgut ist auch super. Ja, das kriegt man, wenn man die Wiederverwertung hat. Empfehle ich auch unbedingt, wenn du Gold farmen möchtest mit der Garnison. Das sind immer noch mal extra Ressourcen drin und auch andere Sachen, Handwerkswaren und alles Mögliche und auch ein bisschen Gier manchmal. Ja, 3.400. 88 Ressourcen. Es hätte noch gereicht, ich hätte nichts umtauschen müssen, aber sicher ist sicher. Dann habe ich hier ein bisschen Gier, das kann ich entzaubern und das VZ-Matz im Auktionshaus verkaufen. Wenn du kein VZ bist, in der Garni kannst du dir ein VZ-Atelier bauen und kannst da trotzdem deine Sachen entzaubern lassen. Ist auch mega praktisch.
Ja, das brauche ich echt nicht mehr hier. Dann habe ich wieder ein Ölfass. Das ist auch mega gut, weil das kann man richtig gut im Auktionshaus verkaufen. Teilweise habe ich da echt schon ja, einen guten Preis bekommen. Hier steht jetzt, der ist 399 wert gerade. Ich weiß nicht, wir müssen mal gleich reinschauen. Aber ich weiß, dass ich es schon teurer verkauft habe. Und archäologische Fragmente sind auch ab und zu mal drin. Das ist auch ganz nett. Schauen wir uns mal schnell hier das Ölfass an. Das würde mich mal gerade interessieren. Ja, ist nicht drin, scheinbar. Öl. Nein, wir haben es nicht drin. Warum auch immer, weil ich habe es schon verkauft. Aber vielleicht ist es länger als 30 Tage her. Fischöl, nee. Da ist es. Okay, es ist schon länger als 30 Tage her. Man hat es nicht so oft, ja, in den Missionen drin. Hier, genau. Ah ja, da habe ich auch. Ach so, dann ist es sogar ein ganz guter Preis heute. Ja, ich dachte, ich hätte es schon teurer verkauft. Nee, Moment, das war aber dieses Medaillon der Legion. Das habe ich schön teuer verkauft. Hier, Medaillon der Legion, genau das war's. Das habe ich verkauft für 2, und ein bisschen was. Ja, das geht richtig gut. Und das hat man auch ab und zu mal in den, in den Missionen drin für Anhänger, ja, also das da, das ist richtig super. Aber auch das Ölfass ist ganz nett zum Verkaufen. Jetzt müssen wir natürlich wieder neu losschicken, also mein Hauptfokus liegt jetzt hier bei den Missionen auf Garnisonsressourcen. Urgeist ist auch noch ganz nützlich, weil man den wiederum umtauschen können in Wildblut und Wildblut recht teuer im Auktionshaus verkaufen können. Apexis-Kristalle sind auch ganz gut, wobei ich habe eigentlich reichlich, aber die braucht man ja, um die Pets uns zu holen, die man auch wieder verkaufen dann. Ja, so Gier und sowas kann man schon auch nehmen, das kann man wieder entzaubern und VZ-Mats dann verkaufen. Und dann, was am wenigsten Sinn nutzbar ist noch für mich, sind diese Missionen, wo es EP gibt, weil ich habe keinen Anhänger mehr zum Leveln im Moment. Ich müsste mir erst die restlichen Anhänger noch holen, die mir noch fehlen. Machen wir aber trotzdem, weil wenn wir die ganzen Missionen hier machen, kommen auch wieder neue, ja. Neue Missionen und wo dann wieder was Besseres dabei sein kann. Außerdem haben wir auch bei diesen Missionen einfach wieder die Chance auf dieses Bergungsgut und das ist auch super wieder. Ich kann es nicht lesen. Nero, ach Nero, Nero der Vierte. Ja, genau. Herzlich willkommen, danke fürs Folgen. Nero der Vierte. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich dachte, das wäre ein L. So, ja. Also dann, ich mache jetzt erst einmal hier diese Mission mit Urgeist, ja, weil das ist eine, die recht lang dauert. Und jetzt, manchmal habe ich hier schon Gruppenvorschläge drin. Ich kann jetzt aber hier drauf gehen und da kann ich mir jetzt die Gruppe raussuchen, die ich gerne nehmen möchte, ja. Und hier sehen wir jetzt, okay, da habe ich jetzt Pech gehabt. Ich muss die 8 Stunden laufen lassen, weil die den Effekt drin haben, dass es schneller geht, da haben wir nicht die volle Quote und gerade bei sowas wie Urgeist, da möchte ich schon 100%, dann machen wir es eben so. Ja, aber das ist sehr praktisch auch, dass man hier einfach sich auswählen kann. Man muss nicht selber die Anhänger einzeln da hinziehen und sich überlegen, oh, wie mache ich das jetzt? Weil dann bleiben die am Schluss einfach immer ganz viele übrig, wenn du es nicht geschickt machst, ja. Und so ist es halt viel einfacher und geht auch viel schneller. So, dann machen wir natürlich hier die ganzen Ressourcen. Und da schauen wir jetzt, ne? Also schaut mal hier, zeigt es mir jetzt an. Ich kann jetzt hier 225 Ressourcen bekommen, ja? Jetzt gehe ich hier drauf und gucke meine verschiedenen Gruppenvorschläge durch. Und jetzt seht ihr, es gibt eine Gruppe, die hat Erfolgschance 100% und kriegt 1350 Ressourcen hier raus. Also sehr viel mehr. Natürlich nehme ich das, ja? So mache ich das natürlich. Jetzt, und da schaue ich immer, was ist das Höchste und arbeite mich weiter runter. Jetzt machen wir das Nächste und auch hier schaue ich wieder. Hier habe ich jetzt was mit 525. Das nehmen wir natürlich. Hier gibt es erst einmal. Was war das? Das ist ein ganz komisches Geräusch gerade. 48 Ressourcen und ich kann jetzt hier das so machen. Dann habe ich 192 Ressourcen.
Ja, da nehmen wir das und machen das zur normalen Missionsdauer, weil 45 Minuten ist eh nicht lang, ja. Diese schnellen Leute, die diesen Effekt dabei haben, dass das schneller geht, die nehme ich bevorzugt natürlich für Missionen, die 8 Stunden oder so oder 10 oder 6 dauern, ja, dass die ein wenig schneller sind. Bei so kurzen Geschichten brauche ich das nicht. So, hier haben wir jetzt nichts mehr. Ah, doch. Ja. 96 Ressourcen statt 32. Ja, das passt. Dann nehmen wir auch das mit einer Stunde. So, und als nächstes, was haben wir jetzt noch hier? Apexis-Kristalle brauche ich gerade nicht zu so dringend, brauche ich Öl eigentlich auch nicht. Jetzt mache ich es erstmal so, dass ich die ganzen langen Missionen abarbeite und schaue, dass ich die schneller durchkriege. Genau, da machen wir jetzt mal 5 Stunden. Da heben wir uns noch ein bisschen was auf. Ah, ich habe jetzt aber nicht auf die Kristallanzahl geachtet. Das war jetzt natürlich ungeschickt. Weil hier, auch hier kannst du mehr Kristalle sammeln mit diesen Anhängern, die Wiederverwertung und Extremplünderer haben, ja. Und das ist natürlich schlauer dann. Ja, okay, jetzt kann ich es entweder auf 10 Stunden machen und habe 600 Kristalle oder auf 5 Stunden oder 2,5 und habe aber weniger. Ne, wir nehmen schon die 600. So. Ja, hier nehmen wir natürlich die 400 zu 100%. Jetzt, das ist gut, weil wir haben jetzt mehr Kristalle und haben es sogar schneller. Das ist natürlich dann die optimale Kombi. Da haben wir noch diese Marken von Hala. Da muss ich auch mal noch schauen, was wir mit diesen Marken noch anfangen können jetzt. Ist ja alles alt, ne? Das wisst ihr ja aus der Erweiterung WoD. Aber man kann ja vielleicht noch irgendwas damit anfangen, was man jetzt noch sinnvoll nutzen kann, genauso wie mit den Apexis-Kristallen. Da habe ich nämlich auch ziemlich viele in meiner Bank rumliegen und das müsste ich mal nachgucken, was man damit tun kann. Jetzt nehme ich mal diese Mission, weil da bekomme ich wieder Gier raus, was ich dann entzaubern kann und dann auch wieder im Auktionshaus verkaufen. Ich nehme die 1,30, das passt so. Was haben wir noch? Oh ja, jetzt einfach weiter voranarbeiten. Wir haben nicht mehr so viele Anhänger übrig. Das müssen wir jetzt auf 2 Stunden machen für 100%. Ah ja, okay. Jetzt muss man gucken, ja. Jetzt, was jetzt hier neu ist in diesem Add-on seit dem Pre-Patch. Jetzt zeigt es uns hier nicht nur einmal eine Missionserfolgschance an, mit der Gruppe, die das Addon gerade jetzt zugeteilt hat, sondern es zeigt uns mehrere Optionen an. Ja, ich kann jetzt diese Gruppe hier benutzen, die hat und es zeigt auch an, wie viele Ressourcen man rauskriegt. Ja, hier kriegt man jetzt 82 Ressourcen raus und die Missionschance wäre 55%. Okay, hier ist jetzt genau dasselbe. So, und dann kann ich jetzt aber auch 9 Stunden und 58 Minuten warten, bis diese andere Gruppe von ihrer Mission wieder da ist, ja. Und dann würde ich mehr Ressourcen rauskriegen und hätte auch mehr Chancen. So, jetzt gibt es aber nochmal eine Möglichkeit. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dieser kleine grüne Pfeil, das ist auch neu seit dem Pre-Patch. Ich kann jetzt einen anderen Anhänger noch aktivieren, der im Moment deaktiviert ist und kann dann nochmal hier die Chancen verbessern für diese Mission. Und das ist neu und das finde ich auch sehr praktisch, ja, das zu wissen einfach. Weil so sieht man ja, dass man seine aktiven Anhänger, die man gerade halt so aktiv hat, ne? Wir wissen ja, wir können nur ein paar aktiv haben und der Rest ist auf inaktiv, kann man nicht benutzen. So kann man sich ja die optimale Gruppe zusammenstellen, ne? Wenn man halt jetzt zum Beispiel sagt, mein Hauptfokus liegt auf möglichst viele Ressourcen sammeln, dann stellst du dir deine optimale Truppe an aktiven Anhängern zusammen, weil hier zeigt es dir ja immer die Tipps dann an, ja? Gut, wir suchen jetzt uns natürlich was raus, was 100% hat. Also hier sehen wir es zum Beispiel auch nochmal ganz schön. Diese Gruppe hier hätte 88% Chance, die hier 75%. Und ich habe auch 100% Chance, wenn ich noch warte, bis dieser eine Anhänger wieder da ist. Und es dauert 1 Stunde 57, ja. Also sehr praktisch, finde ich. Jetzt schauen wir mal, was es noch gibt mit 100%. Das hier zum Beispiel, machen wir halt das noch. Oh, das ist auch super. 2 Stunden nur, 100%. Passt.
So, jetzt haben wir noch einen Anhänger übrig. Kann der das machen? Nein, der hat hier nur 30%. Nee. Nee, dann können wir jetzt nichts machen, ja. Doch, ja, das da. Das können wir machen. Ja, 100%, 1,30. Wunderbar. Schaut. Und das ist das, was ich gerade gemeint habe. Das ist wirklich genial. Ich habe jetzt wirklich alle 25 Anhänger untergebracht. Es sind alle auf Mission. Alle haben auch eine Missionserfolgschance von 100%. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, ja, wurscht, hat nur 30%, aber geht trotzdem. Es ist alles auf 100%. Es sind alle Anhänger unterwegs. Und das ist ja natürlich der Idealzustand, dass immer alle unterwegs sind. Hä? Und ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Missionen übrig, wo wir dann später halt nochmal schauen können. Und hier oben sehe ich dann eben auch, wie lange die Missionen noch dauern, und wenn was fertig ist, wird es mir da angezeigt, und dann gehe ich halt her und schicke wieder neu los. Ja, also das ist wirklich super praktisch hier mit diesem Add-on. Jetzt schauen wir noch auf den Marinetisch. Da ist noch die alte Ansicht. Ich weiß nicht, ob das auch, also das ist ja auch Garrison Commander. Ich weiß nicht, ob das auch so eingerichtet wird wie bei den Anhängermissionen. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, weil ich die neue Ansicht viel übersichtlicher und schöner finde. Und weil ich auch gerne diesen Tipp hätte, ja, welche Schiffe ich austauschen sollte, um einfach bessere Erfolgschancen zu haben. Also jetzt neue Schiffe ranholen, bauen oder so, ne? Das fehlt mir hier nämlich, weil ich finde, meine Flotte ist nicht optimal. Mir fehlen hier sowieso Plätze, weil ich habe aus Versehen ein oder zwei Schiffe geschrottet neulich. Und da habe ich jetzt zwar schon ein neues bauen lassen, habe es aber noch nicht abgeholt. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob hier meine Flotte so optimal ist. Ich glaube nämlich, dass man die noch optimieren könnte, weil ich sehr oft schlechte Missionschancen habe. Es sind jetzt alle Schiffe da, keins ist auf Mission, und ich habe hier nur 88%, ja. Und das Blöde ist halt einfach, wenn die Mission scheitert, ist mein Schiff kaputt. Und das ist natürlich doof, weil da muss ich erstmal ein neues bauen. So, jetzt mache ich mal diese Blockade natürlich erstmal. Ja, die muss erst einmal weg, damit ich hier die ganzen anderen Missionen machen kann. Und ich mache jetzt hier auch wirklich nur noch Missionen auf 100%. Man kann den Schiffen auch das hier geben, das ist unsinkbar. Da musst du das Schiff damit ausstatten. Dafür musst du aber was anderes rausnehmen, ja? Jetzt habe ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, das Schiff hier. Das hat jetzt als Ausstattung drin Echteisenruder und zusätzliche Kojen. So, und das ist immer so, dass in den Missionen hier man so bestimmte Voraussetzungen hat, wo man dann einen bestimmten Konter braucht. Ja, hier in dem Kasten jetzt, wenn ich hier drauf gehe, seht ihr das grüne Häkchen? Das Schiff kontert jetzt das, was das halt ist, U-Boot oder so ist es, glaube ich, ja. Glaube ich. Und das brauchst du halt, damit deine Erfolgschance höher ist. Und jetzt muss ich natürlich schauen, okay, was tue ich denn jetzt raus, damit ich hier unsinkbar reintun kann. Und das Wichtige ist, und das habe ich wahrscheinlich nicht beachtet, wenn die Mission scheitert, würde normalerweise dein Schiff sinken, kaputt gehen, und es ist einfach weg. Wenn du unsinkbar drin hast, dann ist die Mission trotzdem gescheitert, aber dein Schiff wird nicht zerstört. Es ist noch da, aber dieses unsinkbar ist dann zerstört, wenn das ausgelöst wird, und du musst dein Schiff wieder nochmal neu ausstatten damit, ja. Und das muss man wirklich dran denken, weil sonst schaut man dann doof, wenn man denkt, oh, warum ist das Schiff weg? Das hatte doch unsinkbar, ja. Musst du dann wieder neu machen. Ja, hier kann man nicht mehr machen, und das ist wirklich was, wo ich sag, da passt was an meiner Flotte nicht, weil normalerweise müsste ich schon mehr Missionen auf bessere Missionserfolgschancen machen können als nur diese zwei. Ja, da muss ich mal schauen. Also wenn jemand da auch einen tollen Guide irgendwie weiß, egal ob der irgendwo geschrieben ist oder ein YouTube-Video von jemandem oder so, dann schreibt es mir gerne in den Chat jetzt rein auf Twitch oder noch lieber dann später auf YouTube unter das Video, ja, damit die anderen auch was davon haben. Machst du nur die Garnison oder auch die Missionen
In den WoW-Addons. Welche Missionen meinst du? Meinst du normalen Content spielen? Also mit diesem, also es ist so, mein Hauptfokus hier in WoW zurzeit liegt halt auf dem Goldfarmen, ja? Und ich farme Gold mit 4 Chars und die farmen auf unterschiedliche Art und Weise Gold. Dieser Char hier farmt Gold mit der Garnison. Zwei andere Chars farmen jeweils auf Ali, einer und einer auf Horde-Seite, farmen Gold mit dem Verkauf von Rezepten und Pets, die man irgendwo bei einem Händler kaufen kann. Und mein Hauptgoldfarmer, der farmt Gold durch An- und Verkauf von Verbrauchsgütern wie Buffwood, Flask, Pots, Runen und so im Auktionshaus. Ja? Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Begleitermissionen. Nee, das mache ich nicht. Das würde ich aber gern machen in Zukunft. Ich habe nämlich noch ein paar Chars übrig, die das noch machen könnten. Es gibt ja hier auch diese. Nee, das ist nicht das. Die Ordenshalle. Die Ordenshalle ist ja auch aus dem früheren Addon, habe ich eine Zeit lang auch gemacht, kann man ja auch Gold farmen. Dann haben wir ja noch das bei den Zandalari oder wie die heißen, Zandala oder so. Ich weiß den Namen. Ja, da gibt es ja auch noch so ein Ding. Und ja, dann gibt es auch noch das in Shadowlands und so. Und ja, gibt es alles noch. Nee, mache ich im Moment nicht, ja. Das mache ich im Moment nicht. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir da alles bekommen haben gerade. Es sind auf jeden Fall jetzt alle unterwegs, ja, alle versorgt sozusagen und wir müssen nur noch warten, bis es fertig ist und dann einsammeln. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Hier wieder ein bisschen Waffen- und Rüstungsverbesserungen, das kommt in die Bank rein. Dann haben wir hier wieder Bergungsgut, Kisten und diese kleineren. Da lege ich jetzt auch mal den fertigen Stack in die Bank. Da liegen, glaube ich, auch schon ein paar. Das hier kann man ins Auktionshaus stellen. Dann haben wir hier Gear drin. Hier schaue ich immer, wie viel es wert ist zum Verkaufen. Wenn ich so verkaufe, das ist jetzt 3,56 wert. Das heißt, dann entzauber ich es, ja? Weil der Entzauberungswert, da kriege ich so einen temporalen Kristall raus, der ist auf jeden Fall mindestens 7 Gold wert. So zwischen für 7 und 9 ungefähr verkaufe ich den immer im Auktionshaus. Manchmal hat man hier aber auch ein Item drin, was 15 Gold ist. Dann würde ich es wert ist, dann würde ich es gleich so beim Händler verkaufen. Und das ist natürlich hier das Item des Tages, ja, das Ölfass. Das gehen wir jetzt gleich mal auch ins Auktionshaus einstellen. Ja, und dann ist ja wieder, ah ne, ist noch nicht alles erledigt, dann müssen wir noch den Kräutergarten und die Mine abfarmen, ja. Genau, das steht auch noch an. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit diesen 4 Chars das alles hier mache, was ich euch jetzt so gezeigt habe, brauche ich normalerweise, wenn ich es nur für mich mache, ja, ungefähr eine halbe Stunde, ja. Ich mache das einmal pro Tag, das Ganze, was ich euch alles gezeigt habe, mit einem Auktionshaus durchchecken, Sachen kaufen, Sachen einstellen, mit den anderen zwei die Sachen halt auch wieder einstellen, mit dem hier die Garni alles machen und so. Da brauche ich eine Dreiviertelstunde und das eine halbe, Dreiviertelstunde maximal. Nein, I'm not do PvP. No, I don't do PvP. Kein PvP, überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Null, gar nicht. Ich habe mal ein bisschen PvP gemacht, weil ich ein paar Erfolge wollte, ja. Weil da gab es keine Erfolge mehr zu machen. Ich hatte schon alle, also das ist schon lang, lang her, da gab es noch nicht so viele Erfolge. Und da habe ich wirklich alle Erfolge gehabt, die ich so machen konnte. Und da gab es nichts mehr zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich halt mal ein paar PvP-Erfolge und habe da mal ein paar gemacht, ja. Aber nur für die Erfolge. Mir macht es überhaupt keinen Spaß, PvP. Überhaupt nicht. Null, gar nicht. Deswegen fand ich auch das Event nicht gut. Dieses Event, jetzt haben wir ja immer noch Pandaria Remix Event. Und davor das andere, wie hat das geheißen? Mir fällt es nur mal ein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das so ähnlich halt wie Fortnite war, ja. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich finde das so langweilig. Einfach nur irgendwie weglaufen vor anderen oder andere umhauen und überleben. Ich weiß nicht. Das Einzige, was mir da gefallen hat, war die Sachen da einzusammeln, die da rumliegen. Weil ich sammle gerne. Nee, das ist echt, das ist nicht mein Fall.
wieder die Falle. Ich drücke echt immer anstatt der Taste für die Bags, drücke ich immer die Map-Taste. So, da legen wir jetzt mal Bergungsgutkiste. Ach, ich habe gar keine. Ich habe neulich alle ausgeleert. Ihr seht, ich habe keinen Platz. Ich muss echt jetzt mal diese blöden Dinger hier loswerden. Das ist nicht gut so. Okay, dann gehen wir nochmal ins Auktionshaus und ich stelle die Sachen rein, die ich gerade rausgeholt habe. Und dann geht es noch Mine und Kräutergarten abfarmen und dann sind wir fertig. Ja, und jetzt habe ich für das alles ungefähr 2 Stunden gebraucht. Ja, aber das ist hier im Livestream, brauche ich natürlich viel länger für die ganzen Sachen, weil ich ja dazu noch euch was erzähle. Ich erkläre noch, dann zeige ich euch mal im TSM noch was, dann schweife ich mir ab und reden über was ganz anderes. Ja, wenn ich das allein für mich mache, dauert es nicht so lange. Da brauche ich eine halbe Stunde dafür. So, da stellen wir jetzt einfach alles ein an den Sachen, die ich gerade rausgeholt habe. Das ist auch mega billig gerade, ist mir aber wurscht, das geht jetzt alles da rein. So, das Ölfass, ach je, vorhin hatten wir aber noch einen schöneren Preis. Also da mache ich das jetzt so. Das Ölfass, das habe ich für, ihr habt es ja vorhin gesehen, habe ich euch gezeigt, ein bisschen was über 100 Mal verkauft und einmal 200 etwas, ja. Jetzt ist das für 88 Gold drin. Jetzt würde ich, ja, hier war es für 3,99, das war eben der letzte Scan, genau, deswegen muss man hier immer mal das Auktionshaus abscannen, also das macht man wirklich am besten, wenn man gerade reingeht, ja, dann scannt man am besten erst einmal das Auktionshaus ab, damit man halt die aktuellen Preise hat, ja, ich vergesse es auch immer, aber das ist schon schlau, weil dann, ja, dann denkt man nicht, oh, schön, so teuer und ist gar nicht so. Also das ist mir jetzt zu billig, deswegen mache ich das jetzt so. Ich kann jetzt entweder abwarten, bis der Preis wieder rauf geht, oder ich kann jetzt einfach den Preis hier nehmen, hoffen, dass das sich alles rausverkauft oder abläuft und dann ist meins hier das nächste und so mache ich das jetzt auch, ja. Ich stelle es dann einfach für den Preis rein, wo ich sage, der ist für mich okay. Ja, das war's schon wieder. Ach, hier muss ich noch entzaubern. Das Item da und dann können wir noch den Kristall auch reinstellen. Mal schauen, wie viel ist der wert? 5. Na, das ist aber auch nicht toll. Der war sonst auch teurer. Da würde ich jetzt mal einfach abwarten, ja. Den stelle ich jetzt nicht ein. Und schon hat sich was verkauft. Echt Eisenerz. Ja, das ist doch schön. Jetzt kann ich entweder abwarten oder ich kann es hier genauso machen und mir einen höheren Preis raussuchen. Wobei das eigentlich Quatsch ist, weil da sind zu viele drin. Ich hebe den jetzt einfach mal auf. Das eine Item kann man mal im Inventar behalten. So, und jetzt gehe ich den Kräutergarten abfarmen und die Mine, ja. Und dann kann man das auch wieder einstellen ins Auktionshaus. Und dann habe ich morgen, wenn ich hier nachgucke, habe ich auf jeden Fall ein paar 100 Gold drin im Briefkasten. Das ist so die Standardeinnahmen, nur von den Materialien, die ich hier täglich abfahre, von Kräutern und Erzen. Und es sind immer auch mal extra Einnahmen drin, wenn sich halt diese teureren Pets verkaufen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Oder halt so extra Sachen wie das Ölfass, Medaillon der Legion und so weiter. Ja, wenn das sich noch verkauft und ich sowas auch habe, dann habe ich mehr Gold drin. Ja, hier, wie schaut es eigentlich da aus mit den dränischen Samenkörnern? Da habe ich jetzt 575 Stück, da brauchen wir 1000. Wenn wir 1000 haben, also ihr seht ja die Droppen hier beim Kräuterabfarmen, ne? Da droppen die immer so random mit dazu, ein paar Stück. Und wenn ich 1000 habe, dann kann ich da vorne hingehen zu dem Händler und kann mir auch ein Pet holen. Das kostet auch, glaube ich, kein extra Gold, sondern nur diese tränischen Samenkörner muss man abgeben, 1000 Stück, und dann kann man sich das Pet holen und das kann man auch super im Auktionshaus verkaufen. Das Pet heißt Monstermöhre und das geht auch ganz gut weg für 2.000-3.000 Gold so ungefähr. So, das waren jetzt die Kräuter. Jetzt gehen wir hier noch her, da haben wir auch was zum Abholen. Da ist wahrscheinlich auch schon das Cap am rumliegen. Ja, komm, nimm's halt. So, hat sie es jetzt genommen? Nee. Jetzt hat sie es genommen. So, dann
Ah ja, genau, alle Arbeitsaufträge fertig und wir starten gleich wieder alle Arbeitsaufträge gegen dränische Steine. Die gibt es hier in der Mine. Jetzt gehen wir in die Mine rein. So, hier seht ihr einmal Bergbau auf der normalen Geschwindigkeit und jetzt zeige ich euch gleich mal Bergbau auf der Geschwindigkeit mit Spitzhacke. Das geht sehr viel schneller, also das ist auch voll praktisch hier. Und hier jetzt einfach alles einsammeln, ja, das ist auch immer dasselbe jeden Tag. Geht auch relativ schnell. Vor allem, wenn man eine schöne Route hier durch die Mine hat und nicht so komisch kreuz und quer läuft, sondern halt wirklich sinnvoll und auch diese Kaffee mit dazu benutzt. Da habe ich jetzt wieder 12 Stück, das heißt, ich könnte heute wieder einen Kaffee mehr nehmen. Ich nehme immer 3. Da bin ich schon ein gutes Stück schneller und dann habe ich auch immer Kaffee, ja, wenn ich 3 Stück nehme. Und dann habe ich auch immer mal paar übrig, wo ich dann mal einen mehr nehmen kann wieder, ja, dann geht es noch schneller. So, und da gehen wir jetzt einfach die Route durch. Ich nehme jetzt mal noch ein. So, jetzt mal richtig schnell und einfach hier alles schnell abfarmen und bitte hier reingehen mit nicht komplett vollem Inventar, weil hier drin kann man nichts verkaufen und so. Sonst muss man es wegschmeißen oder man holt den Gildenpagen, da kann man dann auch was hier drinnen verkaufen. Und vorher sollte man auch schauen bei den archäologischen Fragmenten, dass man da nicht ans Cap kommt, weil man findet hier drin auch immer welche und die verschwinden sonst nämlich. Gut, einmal hier oben auf die Minimap muss man schauen, nicht auf die normale Map, dann sieht man, wo noch Minen sind. Und da, aber man geht einfach einmal einfach die Route durch. Was mir jetzt aufgefallen ist, ab und zu kommt es vor. Ich gehe hier durch meine ganz normale Route. Und dann plötzlich, wenn ich eigentlich schon durch bin und schon am rausgehen wäre, dann sehe ich, okay, da in den Gängen am Anfang habe ich scheinbar Minen übersehen, weil da sind noch gelbe Punkte. Aber das ist mir jetzt ein paar Mal passiert und ich dachte wirklich erst, ich habe da was übersehen, wobei das echt gar nicht sein kann, weil ich gehe immer denselben Weg, immer die gleiche Route und es wird immer alles auf dem Weg mitgenommen und abgefarmt. Da sind tatsächlich, während ich in der Mine drin war, neue Spawnpunkte erschienen. Aus irgendeinem Grund, ja, keine Ahnung warum. Ist eigentlich nicht normal. Aber kommt ab und zu mal vor. So, jetzt gehen wir da vorne noch hin in diese Hütte. Diese kleine Hütte ist da bei dem Turm, wo das Portal nach Ashran ist, ja, wo man nach Kriegsspeer kommt und sich die Pets holen kann. Und noch diverse andere Sachen. Hier ist so eine kleine Hütte vor dem Turm da, also hier hinten. Und da kann man jetzt nämlich den ganzen Urgeist eintauschen und den Müll aus der Mine auch gleich verkaufen. So, und hier habe ich auch alles wirklich durchgeguckt. Was ist das alles, was man hier eintauschen kann, ja, gegen Urgeist? Weil auch hier mit Urgeist kriegen wir ziemlich viel auch immer in der Garni. Bei den Missionen raus, bei den Marinemissionen, habt ihr vorhin ja gesehen, beim Kräuterabfarmen droppen immer welche, in der Mine droppen auch nochmal welche. Und man kann nichts mehr Sinnvolles sonst damit machen, aber du kannst es hier umtauschen. Und das habe ich auch alles wirklich ausgiebig studiert und herausgefunden, dass das beste Item hier Wildblut ist. Um zu tauschen, weil das recht gut im Auktionshaus geht, ja. Also auch wenn ihr euch das nochmal genauer interessiert, da habe ich auch ein Video dazu auf YouTube, auch in dieser Playlist Goldfarmen mit der Garnison. Das Video heißt irgendwie Urgeist umtauschen oder so gegen Wildblut oder irgendwie sowas. Findet ihr schon. Also hier kann ich jetzt ein paar holen auf jeden Fall. 2 Stück, ja. Und das stellen wir jetzt alles wieder ins Auktionshaus. Und dann sind wir schon fast durch. Aber ich sehe gerade, dass eine Mission schon fertig ist hier oben. Das heißt, da können wir gleich nochmal an den Tisch gehen und direkt wieder neu losschicken. So, da stellen wir jetzt einfach ein. Ja? Einfach alles reinhauen. Manches auf 12 Stunden, weil die Einstellgebühr hoch ist. Das meiste auf 12 Stunden. Und ein paar Sachen kann man auch auf 48 einstellen, weil es da egal ist, weil das der gleiche Preis ist. Hier ist jetzt das Wildblut. Eins kostet jetzt 14 Gold. Manchmal sind die auch wirklich sehr teuer drin, hier für 43 zum Beispiel, ja. Also ich sag mal so, ich verkaufe es immer eigentlich. Mir ist es egal, ob es jetzt 14 oder 40 Gold kostet. Ich horte da jetzt nichts mehr. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Da habe ich die aufgehoben.
und habe sie dann rausgehauen, wenn der Preis sehr hoch war. Aber man hat dann halt auch immer Konkurrenz und wird gar nicht alle los teilweise. Sie sammeln sich hier auch sehr an. Und ich finde es einfach schön, wenn ich täglich Gold habe und nicht nur alle 10 Tage oder so, ja. Deswegen, ich hau es halt trotzdem raus. So, dann haben wir, was ist denn das eigentlich? Ach so, das brauche ich noch zum Kochen. Ja, das war's schon, gell? Also den habe ich gesagt, hebe ich mal ein wenig auf und warte, bis der mal 8 Gold wert ist. Jetzt gehen wir nochmal an den Tisch. Ja, gehst du raus? Ich bleib voll oft da hängen. Das hier ist jetzt übrigens die Wiederverwertung, ja, also die braucht ihr, damit ihr diese Bergungsgutsachen bekommt. Und hier ist jetzt eine Marinemission fertig. Diese Blockademission. So, und jetzt haben wir hier das freigeschaltet, ja. Gut, da ist jetzt auch nicht so arg viel Auswahl. Also hier seht ihr jetzt eine Mission auch mit Urgeist. Achso, ich muss noch mal ein Relog machen, glaube ich. Weil das hat noch die Blockade drin. Ja. Manchmal hängt es hier ein bisschen und nimmt die. Hä? Warum geht es jetzt nicht? Ja, egal. Dann machen wir halt was anderes. Ist wurscht. Auf jeden Fall. Ja, reload. Danke. Voll planlos. Nicht relog, sondern reload. Ich dachte mir gerade, hier geht es jetzt nicht mehr oder was? Aber das wäre ja Quatsch, ja. Ich habe jetzt echt überlegt, hä? Danke. Ja, einfach mal falsches Wort, ja. Okay, also Reload müsst ihr machen. Wenn hier das sich nicht aktualisiert, ja, manchmal hängt es einfach. Wie ihr seht, jetzt passt es wieder. Jetzt sind allerdings aber die Erfolgschancen nicht da. Das heißt, ich gehe nochmal raus und nochmal rein und jetzt passt es wieder. Das ist hier manchmal bei diesem Addon so. Dann einfach mal reloaden, ja, mit Slash Reload und dann einfach hier nochmal raustappen und wieder rein, dann geht's. Jetzt können wir das machen. Also ihr seht jetzt, hier ist zum Beispiel eine Mission mit Urgeist, die wäre jetzt natürlich für mich besser, ja, als jetzt hier die mit EP, die bringen mir gar nichts, vor allem weil es hier auch kein Bergungsgut gibt, im Gegensatz zu den Anhängermissionen. Also ich würde es toll finden, wenn man auch für Marinemissionen diese Bergungsgutgeschichten kriegen würde. Wobei hier es diese Fischernetze gibt, die man in die Flottenausstattung hier mit reinpacken kann. Und dann hat man immer Fisch mit dabei extra. Ja, dann allerdings muss man hier halt wieder was rausnehmen und das weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Gut, ich bräuchte wirklich mal so einen Flottenguide. Das wäre echt praktisch. Also wenn jemand was weiß, schreibt es bitte nachher in YouTube in die Kommentare rein. Ich lasse das jetzt mal, weil sonst geht mir wieder ein Schiff kaputt, ja. Aber irgendwas muss ich da machen, weil so kann ich nie diese Missionen machen. Ich muss auch mal zum Hafen gehen und mein Schiff abholen. Und ich glaube, ich kann noch mal eins bauen, weil mir sind, glaube ich, zwei kaputt gegangen. Ich weiß nicht mehr genau. Okay, also ich mache jetzt einfach halt die Missionen mit 100%. Da mache ich jetzt halt einfach die, weil wenn ich die Missionen mache, ja, und das war's, mehr kann ich schon mal machen. Da stimmt echt was nicht an meiner Flotte. Wenn ich die mache, auch wenn mir die nichts bringen, wenn sie weg sind, kommen auch wieder neue. Ja, deswegen immer die Sachen machen. So. Gut, das war's, ja. Sind wir fertig. Also das war's jetzt. Ach nee, da ist schon wieder was fertig. Ja, das habe ich doch gerade abgeholt, oder nicht? Jetzt ist es aktualisiert. Na gut, manchmal dauert es ein bisschen. Also mehr gibt es jetzt hier nicht mehr zu machen. Was man jetzt hier unterm Tag noch macht in der Garnison, ist einfach, wenn hier Missionen fertig sind, an den Tisch gehen, die Belohnungen abholen und gleich wieder neu losschicken, genauso bei der Marine. Dann halt auf euer Cap achten, dass ihr hier nicht über 10.000 Ressourcen drüber kommt. Ansonsten in den Handelsposten gehen und umtauschen. Also der Handelsposten ist wirklich ein Muss, wenn man Gold farmt mit der Garnison. Das braucht man unbedingt. Und dann kann man halt immer mal wieder schauen mit den Pets, die ich im Auktionshaus drin habe, dass man immer oben dabei ist, ja.
entweder schauen, ob es halt was rausverkauft wurde oder was abgelaufen ist oder jemand nach dir eingestellt hat, dann einfach immer ein, so einen Schwung Pads mit dabei haben und wieder nachlegen. Und das war es hier, was man in der Garnison den Tag über macht. Und mit den anderen Chars, also gehen wir mal auf, schauen wir uns nochmal die ganzen Chars an. Also mit den beiden, die Rezepte und Pets trade, ja. Kein Wasser mehr da. Diese zwei, die hier Rezepte und Pets traden, auch mit denen kann man sich unterm Tag mal wieder einloggen und einfach schauen, ob was rausgekauft wurde und dann einfach wieder nachlegen, das Sortiment. Auch schauen, ob jemand, ob viele nach dir eingestellt haben und deins nur oben ist und dann wieder nachlegen. Und der Char hier, ja, das ist ja hier der Haupttrader, der mit den Verbrauchsgütern tradet, der hat halt im Moment wirklich wenig zu tun, weil nichts mehr geht. Aber zu den Zeiten, wo wirklich gut was geht im Auktionshaus mit den Verbrauchsgütern oder wenn ihr jetzt wirklich noch Sachen übrig habt, die ihr dringend loswerden müsst, dann schaut wirklich immer mal wieder rein, ja? Geht jetzt nochmal mit euch rein und schaut nochmal. Da müsst ihr wirklich immer mal unterm Tag reinschauen und gucken, wie ist gerade der Preis. Kann ich jetzt vielleicht was machen gerade? Weil die Preise ändern sich teilweise wirklich sehr schnell. Okay? Deswegen immer mal schauen. Im Moment gibt es hier keine Änderung. Es ist ungefähr das gleiche wie vorhin. Drakonische Rune ist wieder um 10 gesunken. Bringt uns aber jetzt nichts. Sind auch zu viele, um die rauszukaufen. Ah ja, spektraler Grog ist am sinken. Das ist interessant. Das wäre für mich gut, wenn der noch weiter sinken würde auf 150, weil ich bräuchte wieder Nachschub. Ich habe nicht mehr viele. Ja, und hier guckt ihr einfach öfters unterm Tag rein und schaut, wie sind die Preise, wenn ihr unbedingt noch was loswerden müsst. Ja, dann schaut einfach. Die Preise hier ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden, können gerade jetzt zum Wochenende wieder ansteigen. Weil jetzt am Wochenende die Leute wieder mehr Zeit haben für WoW und da was zu machen, sofern sie nicht auf Nature One sind, ja. Habe ich vorhin nicht Number One gesagt? Ich weiß nicht. Auf Nature One sind, außer sie nehmen da ein PC mit, was ich jetzt nicht glaubt, dass jemand auf dem Festival WoW zockt, aber gut, man weiß nicht, gell. Ja, ich habe gelesen, man kann ja mittlerweile sogar so krasse Zelte da mieten, die schon, wo alles schon dasteht, mit allen Zeug mit USB-Anschluss und bla und pipapo, also eigentlich fast gar nicht mehr wie Zelten. Also möglich wär's. Ja, ihr müsst hier einfach öfters am Tag durchschauen, damit ihr nicht diese Sachen verpasst, wenn was Gutes drin ist, wenn der Preis einfach gut ist, dass ihr dann wirklich sofort dabei seid und eure Sachen loswerdet. Wirklich, ihr müsst jetzt auch echt Gas geben, ja. Wie lange haben wir jetzt noch? Eins, 2, 3, 4. Ja, knapp 4 Wochen noch und dann ist nämlich Schluss. Dann kommen die neuen Sachen und bis dahin müsst ihr euer Zeug loswerden, sonst könnt ihr es für 10 Silber beim Händler verkaufen, weil danach kannst du das vergessen. Also schaut öfters am Tag rein. Wenn du jetzt dich noch eindecken möchtest mit Items, dann empfehle ich euch wirklich, nehmt euch den Automatikhammer, nehmt euch den spektralen Grog und auch hier immer wieder gucken, wie ist der Preis, ja? Hier, der spektrale Grog sinkt jetzt. Vorhin habe ich noch eingestellt für 2,20. Also könnte sein, er sinkt noch weiter, dann kaufe ich da ein. Dazu müssen wir aber immer mal reingucken, ja? Ja, und zu den Zeiten, wo es richtig super läuft, was es bald wieder sein wird, dann müssen wir eh so oft wie möglich reinschauen, weil die Preise sich sehr schnell ändern können und wir kein Schnäppchen verpassen wollen und keine gute Gelegenheit. Gut, ihr Lieben, dann sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns wieder live hier auf Twitch am Montag, ja? Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann dürft ihr gerne folgen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn es euch hier gefällt bei mir. Und dann aktiviert bitte diese Glocke, ja. Ich habe gehört von ein paar Leuten, die mir hier auf Twitch folgen, dass sie nie mitkriegen, wenn ich live bin. Also normalerweise bin ich sowieso immer am Montag und am Freitag um 10 live. Manchmal muss es aber ausfallen, weil halt irgendwas ist. Und manchmal mache ich dann den Ersatzstream an einem anderen Tag.
oder auch zu einer anderen Uhrzeit. Und wenn du nicht diese Glocke aktiviert hast, dann kriegst du halt nichts mit. Also aktivier einfach die Glocke, weil ich sag's nicht immer überall Bescheid auf allen Social Media Dingern. Und mein Zeitplan hier auf Twitch, den ändere ich auch nicht. Der bleibt so stehen, wie der ist, auch wenn es manchmal anders ist. Deswegen müsst ihr diese Glocke mit aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wer auf Festival geht, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass euch nicht alles verregnet. Ja, das hoffe ich, dass ihr schönes Wetter habt. Wünsche euch viel Spaß hier in WoW auch beim Traden, beim Items loswerden. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas noch ist, dann einfach bitte nachher auf YouTube in die Kommentare schreiben und dann schauen wir mal, ob ich weiterhelfen kann. Ja, danke fürs Zuschauen und denkt dran, hier Angebot 1 Sub ist gleich 3 Monate gratis Apple TV Plus bis zum 18. August noch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Danke, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!